halt sowieso alle. Außer der Zauberer nicht wirklich die Rolle, die ihr wolltet. Ich meine, der Zwerg wollte Alchemist spielen und misstrauisch Händler sein. Pazifistischer Alchemist. Ja, und er ist jetzt eigentlich so der klassische Barbar mit dem mit der Lootsucht von einem typischen Dieb. Zwerg halt. Typisch Zwerg halt. Die diebische Lootsucht spiele ich wenigstens aus. Also die Fiolenmaschine spiele ich auch noch alle aus. Das ist, ich spiele meine Axt und meine Fiolenmaschine vollkommen aus. Das muss man ja, so sagen. Das ist, ja, das stimmt. Es ist fantastisch, okay. Gut. Let's go, weiter geht's. Ihr bewegt euch jetzt gerade hier schön über diese Hauptstraße auf die Brücke zu. Die Würmer fangen auch langsam an, wieder zu gehen. Ich stelle mir das auch richtig schön vor, wie der Zauberer auf einem steht. Ja, genau, die schrumpfen so in schwarzen Rauch ab. Und ich stelle mir so wie in der ersten Szene bei Fluch der Karibik vor. Ja, ja, ja. Jack Sparrow auf dem Floß. Aber so, genau so. So schön die Arme verschränkt. Mein Mantel weht so im Wind. Und irgendwann stehst du auf dem Boden. So langsam gehen Boden und ich laufe einfach cool weiter. Ja, genau. Ja. Exakt das machst du gerade. Okay. Gut. Ihr wolltet zur Brücke. Ja. Zum letzten Wort, den ihr noch logischerweise, habt. Wir wollen ja auf die andere Seite. Mal eben, da sehen wir, irgendwas. Da treffen wir einen Brückentroll. Kannst ihm die Lebensgeschichte erzählen. Ah, die 20. Noch nie passiert. Supernova, was? Das ist bestimmt ein Brückentroll. Ja. Der nächste Stern explodiert. Irgendein Zauberer scheint einen Spruch versaut zu haben. Nee. Ich weiß nicht. Was ist jetzt los? Komm, ich hatte jetzt zweimal gute Crits, ja. Ich war's auch nicht, ich hab grad keinen Mana. Ja, könnt ihr meine Kugel rein? Und wir gucken mal, es passiert tatsächlich nichts auf dem Weg. Ihr kommt gut an die Brücke an. Es scheint so komplett verbarrikadiert zu sein mit irgendwelchen Stahlobjekten mit Reifen und Rädern und Glas, irgendwas, was ihr jetzt nicht so kennt. Und es sind einige Leute da, die mit diesen Rohrsachen auf euch zeigen, als ihr näher kommt. Ja, wir haben diese Rohrsachen schon als gefährliche Schusswaffen erkannt, weil sie ja dem Schussgerät vom Zwergi sehr ähnlich sind. Ja, du und der Zwerg zumindest, ob der Rest das verstanden hat, ist fraglich. Ihr habt's uns nicht gesagt. Exakt. Ich hab's ja euch gezeigt. Alles, was schießt, ist für mich, braucht eine Sehne. Dann erzähl ich's euch jetzt. Sehne oder ein Feuerball. Okay, also ich wäre, ich sehe ja die, ne, und heb meine Hände und bin erstmal vorsichtig, weil ich weiß, diese potenzielle Gefahr einzuschätzen. Also ich erzähl's den anderen, falls sie es noch nicht wissen, was das für den. Ich erzähl denen, wie meine Waffe funktioniert und erzähl denen, dass das dann relativ wahrscheinlich auch so ähnlich funktioniert und auch Sachen verspritzen oder verschießen kann. Das ist dann auch möglicherweise das nicht so harmlos endet wie mit meinem Verwandlungszeug. Okay. Als die Leute euch dann miteinander reden hören, gucken sie sich so ein bisschen fragend und verwirrt an. Aber scheinen jetzt nicht aggressiv oder so zu sein. Ich hebe beide Hände, um zu zeigen, dass wir nicht feindlich gesinnt sind. Mach ich mit. Dann würde ich meinen Leuten zurufen. Ich hebe meine Hand nicht, ich hebe meine Fiolenmaschine hoch, um denen zu zeigen, ich hab auch so ein Ding. Ich hab auch so. Du Vollidiot! Wow. Ja, bei dir sind sie schon sehr suspekt, nachdem sie gesehen haben, was du unter deinem Kettenhemd hast und dass du irgendeine dicke Waffe trägst. Also, ich würde dieser Menge zurufen. Ihr guten Leute. Meinst du, die verstehen mich? Weiß ich nicht. Ich probier's. Wir sind nicht in böse Absicht gekommen. Wir würden uns gerne mit euch unterhalten. In Ruhe. Wenn jemand hier verstanden werden kann, dann ist es er, weil er ja die Sprache kann. Stimmt. Ja. Er kann sie zufällig, ja. Das ist, weil er sich einbildet, er wäre aus dieser Zeit. Ah, okay. Exakt. Und das aus irgendwelchen Gründen funktioniert. Marie! So, was passiert, nachdem unser Zauberer den gesprochen hat? Faszinierende Sache. Ja, also der Rest versteht jetzt nicht, was sie sagen, aber der Zauberer versteht,
dass ihr erstmal zu deren Chef, Anführer, was auch immer gebracht werdet, weil ihr aussieht, als würdet ihr tatsächlich noch Dinge überleben, im Gegensatz zu denen, die schon alle ziemlich am Ende sind. Kannst du bitte noch ein bisschen stockender sprechen? Sehe ich die verdutzten Gesichter meiner Gruppe? Wie Spaß. Weißt du, das nicht verstehen? Ja, ich denke schon. Dann würde ich das innen übersetzen. Alles klar, dann übersetzt du. Ja, also die wollen uns jetzt zum Anführer bringen, weil uns die mit zu viele Leute haben. Halten. Tja, gucken wir mal, was das wird. Sehe ich genauso. Ja, ja, halte ich jetzt für okay erstmal. Ich folge an den anderen. Mir sind die etwas suspekt, aber ich folge trotzdem. Dann sprechen mit bringt uns zu eurem Anführer. Ich spreche meinem Karl Mut zu, dass er keine Angst haben braucht. Das wird schon gut ausgehen. Ja, auf den Zwerg halten sie trotzdem ihre Waffen gerichtet. Nur zur Sicherheit. Ich guck die an und. Ich würde noch zum Zwerg sagen, senk deine Waffe. Ich habe die schon längst gesenkt, aber ich guck die an und frage. Hat sie trotzdem halt in den Händen. Ich guck die erstaunt an und frag die, was da los ist. Was da. Ja, die verstehen kein Wort von dem, was du sagst. Ja. Die sind nur verwirrter. Ich übersetze dann nochmal und frage, Leute, warum seid ihr so misstrauisch dem Zwerg gegenüber? Habt ihr noch keinen Zwerg gesehen? Was antworten sie? Sie antworten, dass... Also ich werde es jetzt nicht aussprechen, weil es nicht die Sprache, die alle verstehen. Mhm. Dürfte logisch sein, aber die Kerninformation ist, dass Zwerge mittlerweile eigentlich nur noch unter sich leben und in der Stadt sehr selten bis gar nicht mehr anzutreffen sind. Ja, das mag ja. Nicht in Uniform von 1936. Das mag ja stimmen, aber es ist ja. Ich bin ja auch auf besondere Mission. Mit Waffen, die nicht Hämmer und Äxte sind. Wir sind in diesem, dort hinten Richtung Südosten. In diesem Sammellager. Musste uns da gedungenermaßen ausstatten. Ich sag's dir, ich hau den Magier an und sag dem, er soll denen mitteilen, dass wir auf fürstlicher Mission sind. Das war vom Fürsten geschickt worden, das war von der Stadt dort, dass wir einen Auftrag haben und da jetzt unterwegs sind. Dem ist das jetzt nicht mehr, aber egal. Ja. Stimmt, aber faktisch irgendwie schon, ne? Wir sind auf dieser Mission unterwegs. Ich halte es ja immer noch für dieses Land. Also ich weiß nicht, wo wir hier hingekommen sind, aber... Ich sag dem Zauberer, er soll mal bitte übersetzen. Die wirkliche Gotteskonversation komplett rausgeschnitten hat, ja. Die habt ihr bisher nicht gebraucht, ihr seid gut durchgekommen. Ich meine, die Konversation, die du am Ende der letzten Runde drin hattest, die du jetzt durch ein paar... redende Tote ersetzt hast. Ja, die passen halt besser auf das, was in Zukunft oder Vergangenheit noch passiert. Ah ja. Im Prinzip hat er da nicht so unbedingt was anderes gesagt, er hat auch auf die Zeit angespielt. Zwar nicht so explizit, aber... Ich erzähle auf jeden Fall jetzt den Wachen oder was auch immer das ist. Du redest, die verstehen kein einziges Wort. Und ich bitte den Zauberer, das zu übersetzen. Schön, als Zauberer... Ich tue so, als würde ich es übersetzen. Ja. Mhm. Als du erwähntest, dass ihr im Museum wart und ihr offensichtlich noch lebt, sind sie ziemlich schwer beeindruckt, weil das bisher niemand geschafft hat. Deshalb ist das Ding auch versiegelt worden. Ja, das haben wir gemerkt. Ja. Und die waren in der Kirche. Und da war mal eine Kirche. Und da war auch eine Kirche, ja. Das ist wenig ist aber nicht... Ihr sagt so, da war mal eine Kirche im Hintergrund, sieht man, da steigt Rauch auf. Jetzt sind es noch beeindruckter. Ich meine, die müssten ja eigentlich diese Staubwolke gesehen haben, die 10 Würmer aufgegeben haben. Ja, haben sie. Die ist noch da. Die müssten beeindruckt sein. Die müssten beeindruckt sein von die uns. Die Sonne wurde vom Staub verdunkelt. So, lassen die uns jetzt durch oder wie, was ist jetzt? Ja, ihr zum Anführer. Ihr kommt jetzt erstmal zu dem Anführer. Das ist so ein älterer Typ, kurze Haare. Hast du mal ein Bild von ihm?
sitzen so. Nein, habe ich tatsächlich. Ich hab noch viel zu wenige Bilder in diesem. Ich habe auf NPC-Bilder verzichtet, weil die letztes Mal eigentlich relativ irrelevant waren. Ich fand die relativ gut. Kann man gut für Thumbnails benutzen und so. Ich kann dir welche schicken, wie ich sie mir vorstelle später, aber sonst. Das ist sehr gut. Auch im Stream einblenden ist immer ganz gut. Ich fand's echt gut. Wenn es sein muss, mache ich fürs nächste Mal wieder welche, aber. Mach mal bitte. Ihr habt halt jetzt wirklich nur diesen einen NPC im Grunde. Ja, das ist so ein älterer Typ. Gräuliche Haare schon. Kurz geschnitten, Uniform, sitzt in einem Büro in so einer Art Container, provisorisch eingerichtet. Mhm. Ja. Und die Kerninformation von dem Gespräch, was leider nur einer versteht. Also wenn es Elbisch ist, verstehe ich das auch. Ist es kannst du mal drauf auf Elbisch würfeln? Ich kann mal versuchen, ob ich verstehe, ob es Elbisch ist. Jetzt bin ich gespannt. Würfel mal drauf. Ist es Orkisch? 20. Nee, habe ich verkackt. Ja, und Orkisch und Elbisch dürfte eigentlich relativ miteinander verwandt sein. Wenn die Orks, ja, weil die Orks ja von den Elben abstammen. Ja, du würdest sagen, es ist Meeresrauschen. Aha, was du hörst. Okay. Die sprechen also im Meeresrauschen. Auch schön. Für dich schon. Bei dir ist halt Durchzug im Kopf gerade. Das klingt logisch. Ja, also die Kerninformation ist, sie können euch nicht durchlassen, weil ansonsten, naja, überwiegend, weil das hier die letzte Grenze ist, die den ganz schlimmen Scheiß noch vom Rest der Stadt und Welt abhält. Wo sind wir eigentlich? Ihr seid gerade an der einen Brücke, die es noch gibt. Und da sitzt der Boss auch direkt an der Brücke dran, oder der? Ja, die haben da so eine Militärbasis eingerichtet. Na gut, Zauberer, dann verklick ihn mal, dass wir da durch müssen. Ja, lass ihn das zu Ende reden. Sie haben allerdings momentan Probleme, weil ihnen die Medizin ausgeht und sie haben keine Leute, die sie schicken könnten. Momentan. Wenn ihr ihm da was an Medizin bringt, würde er euch vielleicht durchlassen. Als einmalige Sache. Aber dann auch nicht mehr zurück. Okay, wo ist die Medizin? Ihr müsst ja irgendwo einen Ort haben, wo Medizin noch sein könnte. Wir haben keine Medizin. Das ist das Problem. Wo sollen wir die herholen? Das Einzige wäre noch eine Arztpraxis, die ihr euch hier einzeichnet. Ihr wisst jetzt nicht genau, was das ist. Ihr vermutet so einen Heiler-Typen wahrscheinlich. Ich habe das ja nicht verstanden. Also. Gut, ich erkläre mit der Gruppe, ne, was gesagt wurde. Ich biete an, dass die von mir meine Heilpilze und Heilkräuter bekommen könnten, wenn es ganz arg ist. Also ich habe zwar keine Zutaten mehr in meinem Alchemie-Rucksack, aber ich könnte, also mit meinen Drogen könnte man eventuell, wenn man die stark verdünnt und dann mit den Heilkräutern von der Katze kombiniert, ich weiß nicht, vielleicht könnte man damit irgendwas anfangen. Dann würfel mal auf Alchemie, sehr schwer, also Viertelwert. Ich, oder was? Ja, du. Nee, ich schlag das ja jetzt nur vor, ich will das ja nicht machen, das ist ja... Mach's trotzdem mal. Mehr als schief gehen kann's nicht. Verliert ja halt eine Zutat jeweils. 89, okay, das schaffst du nicht. Ich hab keinen Fall geschafft. Du schaffst auf jeden Fall eine stinkende Flüssigkeit herzustellen. Ich wollte es ja gar nicht herstellen. Ich wollte nur vorschlagen, dass das theoretisch machbar wäre. Ist das da... Ja, und auf den Vorschlag sind sie eingegangen. Du kannst es versuchen, du hast es versucht. Und du hast versagt. Das heißt, das funktioniert schon mal nicht. Und, hat mich hingehauen. Jetzt habe ich eine Fiole weniger, oder was? Na toll. Du hast eine stinkende, teerartige Flüssigkeit, wenn du damit was anfangen willst. Kleber. Weißt du nicht, du kannst es trinken. Wenn du Danke, nein. Ja, dann will ich fragen, sollen wir auf den Vorschlag eingehen? Was für ein Vorschlag? Möglichkeit haben wir jetzt, dass wir zu diesem Heiler gehen und die Medizin da holen. Haben wir eine andere Möglichkeit? Können wir nicht in den Fluss schwimmen oder was? Du kannst es versuchen. Nee, kann ich nicht. Ja, deshalb. Ich kann es nicht versuchen. Du kannst es gerne versuchen. Du kannst auch gerne versuchen, die Leute anzugreifen und dich da durchzukämpfen. Ich kann es nicht versuchen. A, ich bin nicht Schwimmer und B, ich habe Angst vor Wasser. Ich kann das definitiv nicht versuchen.
Ja, nee, es wird eher weniger. Es wird und ich weigere mich, das zu versuchen. Außerdem würden die mit Sicherheit auf uns schießen, würde ich das, was schwimmen würden. Also, du kannst es versuchen. Ich glaube nicht, dass die drauf schießen. Ich werde es nicht versuchen. Ob es so viel besser ist? Frag doch mal, was auf der anderen Seite angeblich sein soll. Frag ich. Kann er dir nicht ganz genau sagen, er kann dir aber sagen, von welchen Leuten sie wissen. Muss ich jetzt kurz in die Infos gucken. Moment. Das ist das Falsche. Muss ich auf Seite 2 gehen. Story 2. Infos. Ganz unten. Sie sagen, dass es da drüben nur noch irgendwelche kriminellen Zaubererbanden, ein Haufen von Untoten und Zauberer in der Nähe vom Park im Norden gibt, dann das ganze Gebiet um den Penisturm, das von irgendwelchen ganz undefinierbaren Monstern verseucht ist und dass es maximal noch im lokalen Krankenhaus ein paar Überlebende geben könnte. Mhm. Wissen sie aber nicht sicher. Warum genau wollen wir da eigentlich rüber? Tja, wir wollen zu dem Turm. Aber warum? Um den Weg zu finden. Wohin? Ihr wollt zu dem Turm, weil ihr euch entschieden habt, zu dem Turm zu gehen. Ja. Okay. Wir müssen ja eigentlich vermutlich den Geist des Lederlappen. Ja, das weiß ich. Das weiß ich natürlich nicht, aber jetzt mal aus der Rolle rausgesprochen, müssen wir ja den Weg zurück in die Vergangenheit finden. Ja, schon. Ja, also ich sag mal so, metagesprochen war vielleicht am Anfang ein bisschen kryptisch. Ihr müsst jetzt hier erstmal denjenigen, den der Typ, von dem er Besitz ergriffen hat, finden und erledigen und zusätzlich noch eine Waffe finden, die den dauerhaft ausschalten kann. Hm. Das ist eure Aufgabe hier. Mhm. Na dann gehen wir runter zu dem Heiler und holen dort Sachen ab. Das ist was kann da schief gehen? Kostet halt nur Zeit. Ja, komm, gibt's irgendeinen anderen Weg, darüber zu kommen? Ich meine, wir sollten. Außerdem können wir von denen vielleicht so eine Knallbumpeng-Dings kriegen. Können die uns zeigen, wie man das benutzt? Die Alternative wäre jetzt, die Leute irgendwie zu überrumpeln oder so. Das halte ich aber für unwahrscheinlich. Sind, glaube ich, etwas zu viele für sowas. Ja. Also lass uns da runtergehen und ich könnte es versuchen, dann würde ich mal eben einen D100 nein. würfeln, wie viele. Lass uns da runtergehen. Nein. Lass uns da runtergehen und lass uns dort einfach die Sache friedlich lösen und dann geht es weiter. Die Idee von Solana finde ich gar nicht mal so schlecht. Und zeigt den Leuten die Revolver, die gefunden haben. Und bitte mal zu erklären, weil ich sehe die Ähnlichkeit zwischen, ich weiß nicht, ob das die gleichen sind oder ob das mehr modernere Waffen sind, die sie haben. Lass uns jetzt einfach mal da runtergehen, das ist doch. Lass uns da jetzt einfach mal zu Heiler gehen. Wir wissen, wie diese Schusswaffen funktionieren, das ist wichtig. Ja, das finden wir bestimmt beim Heiler raus. Lass uns da runtergehen. Gut, wenn ihr es alleine machen wollt, ihr seid überstimmt worden vom Zwerg. Ihr geht ohne Infos weiter. Warum wurden wir vom Zwerg jetzt überstimmt? Zwei gegen einen. Weil er ein Zwerg ist, glaubt mir, gegen den kämpft ihr nicht an in der Diskussion. Ja, aber den Zwerg haben wir ist das nicht das erste Mal, dass wir ihn alleine losmarschieren lassen oder alleine irgendwo zurücklassen. Alles klar, dann geht der Zwerg nach unten. Nein, der geht schon mal vor. Wir holen den schon mal ein. Geht ja schnell. Ja, vor allem ist er mit dir der Einzige, der auch Fernkampf kann. Also ich kann es nicht. Leute, der Einzige, der hier mit den Leuten sich überhaupt Informationen kriegen kann und sich da unterhalten kann. Sozusagen Fernkampf. Wir lassen den Zauberer einfach dort an der Brücke und die anderen gehen runter. Die anderen können sowieso nichts machen. Wir können uns eh nicht unterhalten. Ich fände es aber trotzdem interessant. Aber du kriegst ja nichts von mit. Du verstehst den nicht. Naja, wenn die mir zeigen, wie eine Waffe funktioniert, kann ich ja zugucken. Mit Händen und Füßen kann man sich immer noch verständigen. Okay, ich breche inzwischen auf. Ich trete meinen Weg nach unten an. Okay. Zu dem Heiler. Alles klar.
gebe ich dem Zwerg mal eben einen Avatar. Moment. Wir haben hier keine Avatare. Ich weiß. Den hier darfst du mal schlingeln. Ich spreche da mal da. Den Klingel darfst du verschieben. Ob jemand mit mir da runterkommt, weiß ich nicht, aber ich brich da jetzt einfach direkt auf. Der Rest der Fahrer könnte, wenn er will, also. Ja, ich guck das mir auch an, ich finde das interessant. Der Ring kann ich übrigens nicht verschieben. Oh. Unangenehm. Ich habe da auch keine Einstellung für. Ja, kannst du auch gern verschieben. Na gut, dann sagen wir einfach mal, der Zwerg ist irgendwo hier, wenn ihr fertig seid. Er ist nicht sonderlich schnell. Das stimmt. Weiß er denn, hat er den Kompass? Weiß er, wo Süden ist? Nein. Ich laufe jetzt einfach in die Richtung dort. Ich laufe in die entgegengesetzte Richtung von der Kirche. Da, wo nicht die Kirche ist. Ja, so schlau und durfte er sein. Also ich weiß, dass die Kirche im Norden ist, weil wir sind Richtung Norden und gegangen, weißt, als wir zur Kirche waren. Du ungefähr am Fluss entlang laufen musst. Das schaffst du. Also ich weiß, dass das Süden sein muss, weil die Kirche im Norden war. Das wurde mir gesagt. Die Kirche war offensichtlich im Norden. Also Zwerge packt. Also, der wird also uns nach Süden gehen. Ja, okay, dann. Der Rest kriegt eine Grundausbildung, dass es abläuft. Zielen, schießen, nachladen. Und ihr kriegt zumindest 12 Schuss für die Waffe, weil mehr können sie nicht entbehren. Das ist doch nett. Okay, dann würde ich, ich würde einen Revolver behalten und würde Tavos einen Revolver geben. Danke. Kann er das? Ich war auch gerade bei der Unterweisung dabei. Ich habe absolut keine Verwendung dafür. Möchtest du lieber deinen Bogen behalten? Behalt den Bogen erstmal. Ich dachte, Tavos ist mit mir runtergegangen. Nein, bin ich nicht. Allein. Wie ist das nicht gerade eben so? Guck mal eben, ob dem Zwerg noch irgendwas passiert. Zusätzlich 12 Schuss, also 15 Schuss? Ja, zusätzlich kriegt ihr nochmal. Also hast du jetzt 15. Ich habe keine Verwendung für so eine Waffe. Also insgesamt sind es dann jetzt aber 16. Oder? Was? Nee, Moment. 18. Jeweils 18, ja genau. Insgesamt 18. Ja. Die ihr unter euch aufteilen müsst. Also 9. So was passiert mir währenddessen. Ihr müsst ja nicht 50-50 teilen, das ist nicht. Wir hatten jeweils 3 Schuss. Ich verstehe dich gerade nicht, Mordi. Ja. Das reden gleich gerade bei. Es passiert nichts und du hast eine ruhige. Also ich komme. Wobei das lustig wird, weil weder du noch ich haben einen Fernkampfskill. Ja. Könnt ihr euch halt versuchen. Eigentlich mit dem Level-Up eintragen. Okay. Wobei eigentlich könnt ihr. Wobei wir haben jetzt Training bekommen. Zählt das als irgendwas? Ihr kriegt sowieso 50 Punkte. Die kann ich euch jetzt auch spontan geben. Dann könnt ihr die jetzt gerade verteilen auf Fernkampf und anderes. Dann kriegt ihr halt das Level jetzt schon und der Zwerg später. Jo. Sobald wir dem das auch irgendwie erklären oder was? Nö. Also, ich brauche keine. Wieso ihr solltet halt ihr. Das Level jetzt schon mal verfrüht, damit ihr die Waffen auch benutzen könnt. Ihr könnt mir das gerne erklären, ihr könnt es versuchen, ob ich das dann mitkriege. Er kann es doch eh schon. Er weiß, zielen, abdrücken, nachladen. Ich hab im Prinzip eine Kanone dabei. Ich weiß, wie sowas funktioniert. Deswegen bin ich auch schon aufgebrochen, weil es mir. Ich hätte es euch auch verraten können. Ihr hättet auch mich fragen können, wie man das benutzt. Ich hätte euch vielleicht noch mehr verraten, aber nö, der Zwerg. Ja, du hast die Waffe nicht erkannt. Nur, dass es eine Ähnlichkeit gibt zwischen der und deiner. Ja, aber wenn du fragst, wie geht man damit um? Aber ihr hättet, wenn ihr die Waffen gehabt hättet und zu mir gekommen wärt und gefragt habt, wie geht das, dann hätte ich es euch erklären können. Du hattest die Waffe in der Hand. Ja, aber ihr habt nicht gefragt. Nee, ist ein Zwerg. Ich bin Zwerg mit Waffe. Ich erkläre das euch bestimmt nicht aus eigenen Stücken. Da müsst ihr. Ihr kriegt von mir nichts, weil ich euch so lieb finde und das. Da müsst ihr schon fragen. Also das ist halt. Naja, jetzt wissen wir es. Ja, ich habe jetzt einfach mal 40 auf Fernkampf und nochmal 10 auf Wahrnehmung. Alles klar. So, ich laufe dann weiter bis da runter. Ja, die anderen leveln jetzt gerade noch und begeben sich dann dazu. Kommen die anderen irgendwann nach oder? Man könnte sagen, ihr trefft euch etwa hier so. Kommen die überhaupt nach oder kommen die nicht nach? Die kommen nach. Ja, wir kommen nach.
Ja, ihr trefft euch zufällig hier unten wieder. Oh, hi. Guck ich nochmal, ob doch irgendwas passiert eventuell. Acht. Nö, nichts. Alles ruhig. Kriege ich Bonus durch den Bogenfernkampf, weil ich das schon kann? Bonus kriegst du nicht, du kriegst halt jetzt spezifisch auf Schusswaffen. Beziehungsweise auf leichte Schusswaffen. Trage ich mir dann die Schusswaffe, die leichte Schusswaffe hinten mit dem Bogen zusammen ein? Bei Fernkampf nee, auch, oder? Das ist ein Extrawert. Ansonsten, dich hätte, okay. dich hätte ich auch erschwert auf Bogen würfeln lassen. Aber so kriegst du halt nicht also erschwert. Also nicht 40 Punkte auf Fernkampf dann, sondern auf leichte Schusswaffen. Ja, genau. Immer waffenspezifisch. Axt ist ja auch nicht dasselbe wie ein Schwert. Ja, okay. Und ein Granatwerfer ist halt nicht dasselbe wie ein Revolver. Nicht? Nicht sowas. Jetzt überrascht mich aber. Okay, ja, ich würde sagen, wir suchen nach dem Heiler. Alles klar. Dann würfelt mal alle Wahrnehmung und dann sage ich euch, ob ihr das findet oder ob ihr lange dafür braucht. Ich hab's geschafft. Also ich brauche lange dazu. Okay, dann danke mir 10 Punkte. Ich kann darauf zu würfeln, aber das ist, ja. Ja, Wahrnehmung hast du zumindest was. Ich glaub nicht dran. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wenn die Karte wieder irgendwo stellt. Ich habe gerade die 3D-Würfel im System gefunden. Ah, die guten. Oh, eine 5 habe ich gekriegt, das ist Wahrnehmung. Nervig. Ich krieg's tatsächlich hin. Gewürfelt. Ich krieg's tatsächlich hin, ich sehe da was. Was habe ich gewürfelt? Ich hab's gerade nicht mitbekommen. Wahrnehmung. Dann hab ich's verschissen. Ich hab's easy peasy geschafft. Ich hab's. Top habe ich es geschafft. Ich muss noch. Moment. Erstaunlich, wie gut ich das geschafft habe. Also. Hätte ich nicht gedacht. Okay, Ja, Mann. Jo, haut in. Okay, also nur der Bade steht irgendwo. Ich guck mal eben, ob er irgendwo Spezielles steht. Ja, ich sehe es. Oder ob er irgendwas anderes gefunden hat. Ich hab die Hütte gefunden, wie es ausschaut. E-Gitarre. Du stehst vor einem Laden mit Instrumenten. Yes! Ich bin so fair, ja. Mit weiten Augen gehe ich rein und gucke, was es alles gibt. Also nur ich hab das... Ich hab nicht eine fucking E-Gitarre im Inventar. Also nur ich hab das... Nur ich habe das geschafft, zu dem Händler zu kommen, oder wie? Nein, alle, bis auf Davos. Alle bis auf Gitarre. So. Kann ich mir auch Punkte auf die neue Waffe geben schon? Auf den Säbel? Wenn du noch welche übrig hast, ja, kannst du. Mal gucken, okay. Wieso geben sich Gitarre noch verhunzen kann. Du hast jetzt einmal benutzt, das heißt, du darfst zumindest... Wieso kriegen hier alle Punkte? Das ist jetzt, was ist denn jetzt hier los? Weil kriegst du gleich noch. Damit sie mit ihrer neuen Waffe umgehen können. Ich verwurschtel den jetzt. Du hast jetzt nicht unbedingt den Need für noch ein extra Level. Das kriegst du dann halt am Ende regulär, als einziges. Okay, was sehen wir dort in dem Haus? Ja, also ihr seid da, der Bade kommt mit der seltsam aussehenden Laute. Mit einem Lächeln im Gesicht hinter euch her. Nach ein paar Minuten. Und dann seid ihr an so einem kleinen Haus. Sieht jetzt nicht besonders aus. Eingangstür, Fenster. Ich will prüfen, ob die Tür offen ist. Die Tür ist verschlossen. Ich klopfe. Okay. Es passiert nichts. Es passiert nichts, wunderbar. Ich rufe. Es passiert nichts. Ich klopfe nochmal an den Tür. Ich spiele E-Gitarre. Moment. Haben wir Strom? Ich bete, dass die YouTube Audio Bibliothek irgendwas in der Richtung hat. E-Gitarre. Hoffen wir einfach mal, das hier ist halbwegs brauchbar. Also ich... nein. Er spielt und merkt, dass es scheiße ist. Hört sich an wie so eine Bahnglocken. Ja, das klang eher nach einer Glocke aus der Entfernung in schlechter Auflösung. Ja, ich weiß.
YouTube Audio Library. Ich habe mir die nicht durch angehört, sorry. Also ich vermute dann einfach mal, dass die E-Gitarre auch der Einfachheit halber verzaubert ist, dass man keinen Verstärker braucht. Ja. Und passiert ja, irgendwas? Sonst wäre dieses Abenteuer sehr, sehr komplex abrupt. Spielleiter, passiert irgendwas, also, oder? Es gibt in der Welt Magie, ich denke mal, verzauberte Gitarren sind drin. Spielleiter, passiert irgendwas aufgrund des Spielens der E-Gitarre? Nein, es passiert nichts. Es ist alles noch ruhig. Okay, klopfe okay. An die Tür. Ich wirke magisches Schloss. Okay, dann mach das. Ich hämmere gegen die Tür. Oh, wow. 17. Diesmal scheint der Zauber nicht funktioniert zu haben. Und der Zwerg darf einmal auf unbewaffnet würfeln. Ich versuche die Tür wirklich ich haue dagegen. Ja. Ich mach da. Ja, unbewaffnet, bitte. Okay, ich denke unbewaffnet. Waffenlos 20? Nee, habe ich nicht geschafft. Natürlich nicht. Alles klar, du hast es nicht geschafft. Aber. Das heißt, ich hämmere aber mit aller Gewalt gegen die Tür mit beiden Händen. Bam, bam, bam. Ja, und du verletzt dich auch ein bisschen, du kriegst 3 Schaden. Oh, nice. Nee, ich würde auch mit der Faust. Dann bin ich auf unbewaffnet. Nicht verarschen? Wie viel hast du auf unbewaffnet? 64. Jetzt bricht man die Geistesblitzpunkte. 64, das heißt, es ist 6, das heißt 40 über, okay, das ist kein kritischer. Kriegst du trotzdem 10 Schaden? Ich 7 Schaden. Du verletzt dich da ein bisschen stärker. Hier bleibt ein Splitter von der Tür in der Hand stecken oder so. Ich drehe mich um und gehe zurück von dem Weg. Ich denke mir, lass uns gegen die kämpfen. Das bringt ja nichts. Wir kommen da nicht rein. Okay, ich laufe los. Jetzt einfach mal, um sie auch mal zu testen, den Revolver ziehen. Alles klar. Und auf die Tür schießen. Die Tür ist Glas? Nein, die Tür ist aus Holz. Das ist eine Eingangstür. Niemand hat die Glaseingangstür. War da nicht auf dem Fenster? Es war ein Fenster. Es ist ein Fenster da im Haus, ja. Vielleicht sollten wir das immer da einsteigen. Nein, das Fenster ist nicht offen, zufälligerweise. Aber es ist aus Glas. Dann würde ich gerne mal reingucken, ob ich was sehe. Okay, du siehst, dass zwar Kerzen brennen, aber es scheint niemand da zu sein. Okay, ich komme zurück. Ich nehme einen Stein in die Hand und werf den Stein durch die Scheibe. Gut, dann Fernkampf hast du, dann würfel auf Fernkampf. Das muss man nicht würfen. Hast du schon mal einen Stein geworfen? Oha. Würfel bitte nochmal auf Fernkampf. Ich bin tot. Ja gut, nicht 100, sondern 99. Das ist besser. Heilige Scheiße. Ich werf Tavos einen Stein an den Kopf. Das ist auf jeden Fall schon mal verdoppelt, was auch immer passiert. Oh fuck. Ich werf Tavos einen Stein an den Kopf. Holy shit. Ungefähr so. So kritisch wie das ist, muss das doch das gesamte Dach einfach auf jetzt uns runterrutschen oder sowas. Also er wird sich verletzen, das kann ich schon mal sagen. Ich guck nur grad was... Ich guck mal eben wie... Ich hab einen Stein geworfen. Ich hab einen Stein geworfen. Guck mal eben, wie viele Kilo der Stein hatte. 4 Kilo, okay. Dass das überhaupt. Oh Gott. Dass ich das überhaupt würfeln musste. Ich hab einfach einen Stein, einen Ziegelstein, der auf dem Boden lag, durch ein Fenster geworfen. Zwerge, ich weiß nicht, wo man würfelt. Für alles, was du nicht durch irgendwelche Werte beeinflussen kannst. Glück, Pech, wie auch immer. Ja. Das kriegt jeder hin. Das kriegt ein Kleinkind hin. Eventuell ist es Panzerglas, eventuell hast du einen Fensterrahmen getroffen. So, jetzt guck ich mal, was passt am besten an Werten? Du bist ein konstant bekokster Zwerg, also... Ja, trotzdem, da brauchst du Glück, um ein Fenster zu treffen. Okay, ich würde mal sagen, Knüppel kommt relativ nah ran. Wie viel Schaden kriege ich? Schaden vom Knüppel kriegst, das würfel ich dir gerade aus. 2 10, das sind 14, das sind auf jeden Fall schon mal... Das ist viel. Kann ich dir schon mal sagen. Ich bin jetzt schon bei fast dem Würfelergebnis waren das viel. So, das waren auf jeden Fall schon das. Plus. Aha. Das könnte kritisch enden.
Jetzt muss ich kurz rechnen. Ich habe jetzt schon minus 26 Schaden. Ich habe schon 26. Das war 38 Schaden. Oh, fuck. Oha. Damit bin ich. Damit habe ich jetzt minus 64 Schaden. Ich bin fast tot. Ja, du hast dich selbst ausgenockt. So viel kann ich dir schon mal sagen. Du hast mehr als 30 Schaden in einer Runde gekriegt. Und ich sag, du hast dich am Kopf. Stein durch Fenster werfen. Du hast dich selbst ohnmächtig und mit der Platzwunde. Okay. Ich kann mit den Franzosen sich ein bisschen unterhalten. 64. Kennt ihr dieses Video, wo einer auf dem Stoppschild einschlägt und das dreht und volle Kanne gegen den Kopf auf? Okay, ich lieg dort blutend im Gras vom Haus. Let's go. Jetzt können wir noch Arzneimittel für jemand anderen brauchen. Ich weise Tavos an, dass er mal nach dem Zwerg schauen soll und versuche. Die Scheibe wieder einzuschlagen. Okay, Würfel auf. Mit was schlägst du ein? Das letzte Mal hat es ja so gut geklappt. Knüppel. Ich habe auch keine Knüppel oder so, also würde ich wahrscheinlich Waffen benutzen. Ich kann dir eine Laute leihen. Ich habe keine stumpfen Waffen oder so. Der nächste ist tot. Soll ich mal. Würfel auf unbewaffnet, wenn du damit draufhauen willst. Das ist doch nicht wahr! Und er trifft den Zwerg. Wie hast du darauf? Er trifft den Zwerg mit seiner Keule, Zwerg ist tot. Ah, 64, okay, kein kritischer, alles klar. Er trifft den Zwerg aus Versehen. Du kriegst trotzdem deine 10 Schaden. Ups, das waren. Okay, wir nehmen den ersten Wert, du hast dir selbst einen Schaden gemacht. Das Fenster ist noch da. Mhm. Ich schlag nochmal drauf ein. Und trifft den Zwerg. Was wollt ihr hier? Vielleicht nochmal. Ich hab eine Keule und 80. Hört doch auf. Das ist jetzt was Persönliches. Hört auf. 30, ich hab's geschafft. So. Alles klar. Dann mach ich hört auf. Schaden. So, 3 plus du hast. Starkes heißt, du hast jetzt stirbt der Nächste mehr. Oder was? Alle hauen sich in der Scheibe kaputt. Ich glaube, diese Scheibe hat uns schon mehr Schaden gemacht als alles andere in dieser Welt. Ja, das hat sie. Nur eine Scheibe. Die Scheibe splittert, aber ist noch da. Ich schau nochmal drauf. Jetzt stirbt der Zauberer auch noch. Es ist jetzt alle tot an der Scheibe. Wie viel Schaden? Wie kommst du in Schaden? 5. Okay. Wie viel Leben hast du noch? Ich 70. Ich schmeiß einen Feuerball drauf. Oh nein. Ich gucke mitleidig und drücke ihm meine Laute in die Hand. Feuerball. Und ich bete, dass es ein kritischer wird. Schade. Okay. Oh. Stufe 1 nehme ich an. Liegen zwei bewusstlos im Gras. Die Scheibe ist noch heil. Gut. Ich nehme an, du willst 1 machen, oder? Ja. Oh Gott. Gut, du machst 3 Schaden, die Scheibe ist kaputt. Also ich bin ein. Also ich bin ein Zwerg. Wie rechtfertigst du das, dass du die Scheibe so brutal hauen willst? Was ist deine Rechtfertigung? Brust. Einfach nur Brust. Okay. Oh Gott, fucking damn it. Will jemand vielleicht versuchen, mich zu heilen oder irgendwie? Das ist während ich hier. Ich hab keinen Heilzauber. Ich hab einen Heilzauber, der wirkt bei dir nicht. Ich kann. Dann kannst versuchen. Das wird schwierig. Ich hab Kräuter für dich. Ich kann dir Kräuter und Pilze reinballern. Pilze, ja. Hast du Heilkunde oder sowas? Ob das bei mir wirkt? Ich meine, ich kann gerne versuchen. Pflanzenkunde habe ich. Ich kann gerne versuchen zu heilen. Und du hast mir beim letzten Mal gesagt, die sind sehr stark. Achso, ja. Können auch negativ wirken. Wenn du mir sagst, was du genau benutzen willst, dann sag mir das. Misserfolg, dann machen sie mir Schaden. Oder? Ich habe 10-mal Heilkräuter und 10-mal Pilze und von den Heilkräutern haben wir 1 zu Teer gemacht. Also habe ich jetzt von beidem noch. Also jeweils 9 und einmal 10. Ja. Bei einem Moment. Bei den Kräutern hast du mir gesagt, dass die sehr stark sind. Ja. Also davon würde ich ihm 1 geben, falls das was bringt. Alles klar, nimmt der Zwerg die Kräuter an. Er ist ohnmächtig. Kann ich die annehmen? Ich bin ohnmächtig. Ich liege im Gras, blutend ohnmächtig im Gras. Ich einfach in den Mund. Der wird nicht gefragt. Ich denke, ich atme. Als ich atme. Das war's. Das ist das höchste der Gefühle, atmen. Meine Reaktion darauf ist, ich atme. Alles klar, herzlichen Glückwunsch. Das waren die Kräuter von dem Baum, oder? Ich glaube schon, ja. Also von der Hexe, ja. Okay, herzlichen Glückwunsch, der Zwerg ist wieder voll. Ah, toll. Oh, geil! Das hat mich nicht umgebracht. Das sind echt gute Kräuter. Ja, natürlich, so ist es von der Hexe. Ich dachte, ich sterbe heute noch.
Nee, schon, das diese Scheiße. Tut mir leid, aber ich lasse dich nicht zu. Okay, ich meine Wunden sind scheinbar auch verheilt. Ich bin komplett, ich stehe auf und denke mir. Nein, die bluten noch, aber dir geht's wieder richtig gut. Ich stehe auf und denke mir, what the fuck ist passiert? Was ist gerade passiert? Und möchte mich umschauen. Ich guck die Scheibe an und denk mir, yay, mein Stein hat geschafft. Mein Stein hat's geklappt. Er hat mich ohnmächtig kauen, aber er hat's geschafft, die Scheibe. Ich hab geschafft. Er ist von deinem Kopf nochmal in die Scheibe geflogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass. Lassen wir es dabei. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich das geschafft habe. Lassen wir es dabei, finde ich gut. Ja, ich bin auch dabei beim Reinklettern. Alles klar, gut. Ja. Ihr seid in einem Raum voller Stühle, vorne ist so ein kleiner. Ja, so ein kleiner Tisch. Ich warte draußen. Wo ein Gerät draufsteht und ein Stuhl davor. Nee, ich komm rein. Ich komm mit rein. Das ist ein Wartezimmer. Das wird schon. Das ist ein Wartezimmer, genau. Ich schneide mich beim Einsteigen an einer Scherbe und krieg 100 Schaden. Alles klar, du schneidest dich beim Einsteigen an der Scherbe. Wenn du das sagst, dann bekommst du 14 Schaden. Nice. Oh nee, ey. Was hast du nach der Aktion mit? Ich laufe betrunken gegen Leute. Was ist los? Ich will hier noch irgendwann sterben. Ich werde hier noch sterben. Ja, wir haben auch alle darauf gewettet, dass du stirbst. In der Tat, das haben wir. So, okay, jetzt habe ich wieder 14 Schaden. Okay, ich steig mir das Fenster ein. Ich breche mir dabei keine Beine. Brichst du dabei keine Beine? Das würde ich so nicht betonen. Kommt du schneidest dir nur die Achillesferse auf. Sag das nicht. Oh Mann. Ein D4 würfeln, wie viele Beine, beziehungsweise links, rechtes, beide oder keine? So, was sehen wir da drin? Ja, wie gesagt. Ja, ihr seht mit komischem Gerät. Ja, Tisch mit komischem Gerät, was ihr jetzt nicht kennt. Ein paar Zeitschriften, beziehungsweise Sven, dünne Bücher für Scheibe. Euch. Ich drück auf dem Gerät rum. Alles klar. Guck ich mal, ob du Glück hast. Das war halt einfach der Bosskampf dieser Story. Das ist einfach Zwerge versus Scheibe. Ja, es passiert nichts. Zwerge stirbt fast. Oh, ich hab schon gehofft, der Bosskampf wird jetzt Windows updaten. gibt's auch noch Türen oder Schränke, die man durchsuchen könnte? Ja, es gibt ein paar Schränke und es gibt halt die eine Tür, die wahrscheinlich zu einem anderen Raum führt. Ich setz mich am ersten Mal die Tür probieren. Ja. Ich guck mir die Schränke an. Die Tür ist tatsächlich offen, okay. Also gut, dann guck ich mal, ob der Bade erstmal was findet, bevor wir weitermachen. Also ich möchte gerne währenddessen versuchen, die Außentür zu öffnen. Von innen. Ich öffne von innen die Außentür, damit wir beim Rausgehen wieder durch die Tür gehen können. Gelingt mir das? Die Außentür zu öffnen, Von innen. Es steckt tatsächlich ein Schlüssel drin, also ja. Ich dreh den Schlüssel rum. Gott sei Dank. Dreh den Schlüssel rum und öffne die Tür, damit wir rausgehen können. Falls gut. Also wenn der Feuerball auch nicht funktioniert hätte, hätte ich den Wurm beschworen. Na, so viel dazu. Wundervoll. So. Oh dann, Gott, ey. Und dann kritischer Erfolg. Es sind 10 Würmer. Diesmal 100. Ja, du ziehst die Medikamente aus den Trümmern. So, also kriegen wir die Tür geöffnet oder der Zauberer? Also der Zauberer Tür ja, offen, ja. Ja, der Behandlungsraum ist da und darin liegt auch jemand in so einer Art weißem Mantel. Mhm. Und zwar vollkommen blutüberströmt. Oh je. Yeah. Oh, dann ist der Mantel tot. Wohl nicht mehr ganz so weiß. Nein, aber er war's mal. Würde ich gerne untersuchen. Brauchst du nicht? Daneben steht ein Typ mit einer blutigen Hand. In ja so einer schwarzen Lederjacke mit so einem hellen Ledergürtel, Hose, Schuhe, Hut, alles da. Sind das Springerstiefel, die er anhat? Ich ziehe mein Degen. Alles klar, tust du? Ich ziehe meine Schlaglaute mit Feuer. Ich grüße ihn freundlich. Frage, was geht hier vor? Gut. Ich grüße ihn freundlich, willkommen Freund. Er antwortet seltsamerweise tatsächlich in eurer Sprache. Nicht in Deutsch. Dass er die Aktion mit dem Fenster wirklich lustig fand. Es war wirklich unterhaltsam und hat ihm einiges an Arbeit erspart.
Warte, was? Ich komme, Modi, ich komme in den Raum mit meiner SS-Uniform an und grüße ihn freundlich. Chris. Scheiße. Er rückt sich so seine getönte Brille hoch, guckt ein bisschen verwirrt und geht dann langsam in den angrenzenden Nebenraum. Aha. Also da ist noch ein Raum. Noch ein weiterer Raum. Ja. Ja. Ich folge ihm langsam. Alles klar. Wirf mal bitte auf Ausweichen. Ich hab kein Ausweichen. Du hast einen Kampfgrundwert, körperlichen Grundwert. Ja. Ja? Nein. 98. Nochmal. Auch nicht besser. Na gut, schon. Gut, du weichst nicht aus und wirst... Du bist tot. ...sehr gut getroffen, sage ich mal. Der Nächste, der tot ist. Die Tür splittert auf und irgendwas, das aussieht wie etwas zwischen Mensch und Wolf... Ach, das schleudert Schande. Die Tür dir volle Kanne ins Gesicht. Der liegt nicht vor mir? Habe ich nicht einen lebendigen Schutzschild? Ja. Du hast gesagt, du gehst auf den Raum zu. Nein, ich habe gesagt, ich folge ihm. Der Typ ist dieses Monster, du Nase. Ja. Der Typ ist das Monster. Ja. Oh. Der Typ ist das. Nein, wie kommt ihr darauf? Nein, weil das ist eine zeitliche Abfolge. Er geht da rein oder will da reingehen, aber man ist die Tür wieder zu. Und er kommt zurück mit... auf, deswegen... Er kommt direkt zurück. Das ist gerade rein. Ist komisch. Nach dem Gespräch bist du angegangen. So, ich würde noch sagen, bevor du reingehen kannst, kommt der Wolf zurück. Okay. Gut, dass wir jetzt auch noch einen Wolf haben. Welchen Wert hättest du gern? Hättest du gern Knüppel, Keule oder Axt? Als wäre die Situation noch nicht seltsam genug, haben wir jetzt auch noch einen Wolf hier. Passt gut in die Thematik. Ich nehme nicht die Axt. So. Kommst schon mal 7 plus 5. Du bekommst schon mal 12 Schaden. Plus bist in der Runde, sitzt in der Runde aus. Mhm. Eieiei. Läuft. Ja, gut, dann würfeln wir eben alle Initiative. Herr Wolf braucht es nicht, der ist nämlich Wolf Bosskampf. Als erster dran, weil an ihn kommt ihr nicht dran. Hey, Bosskampf gegen den Wolf. Wir sind noch nicht mal im zweiten Gebiet. Oh, 3. Na toll. Eigentlich habe ich das Gefühl, das zweite Gebiet ist auch nicht mehr für diesen Abend gedacht. Das werden wir nicht mehr diesen Abend schaffen. Ihr seid aber. Ihr seid lustigerweise genauso in der Zeit, wie ich es gehofft hatte. Hm. Ich würde aber sagen, dass wir gegen Mitternacht auch Pause, auf Schluss machen. Und ich habe eins meiner beiden Ziele habe ich schon erreicht. E-Gitarre. Ja. Jetzt muss ich nur noch mit den Franzosen saufen. Und ich habe eine Eidechse. Ich bin voll zufrieden. Eidechse sind ja auch niedlich. Er hatte seine Runde gerade, Zauberer setzt aus, dann heißt Zwerg ist dran. Er darf tun, ihr seid alle in dem kleinen Raum. Bevor ich was mache, Mordi, merkt dir mal, dass du von der Karte, die du gerade hast, einen Screenshot machst unbedingt, weil das Penisgebäude, das habe ich drauf gekritzelt. Das heißt, wenn du das dir abspeicherst, dass es dann nicht mehr. ich speichere mir die Karte extra so nochmal ab. Okay. Ich ziehe auf jeden Fall eine Axt und ich ziehe meine Axt und greif und den. Keine Aktion ist Waffe ziehen. Du warst nicht vorbereitet im Gegensatz zum Rest. Gut, okay. Ich ziehe meine Axt. Bin ich in Reichweite? Mann. Du bist in Reichweite, das ist ein kleiner Raum. Ihr seid alle in Reichweite, von allen. Okay. Dann hau ich mit der flammenden, lauten Keule drauf. Alles klar, dann hau mal. Einmal die 100, roll. 33, ich hab 80, passt. Alles klar, er versucht auszuweichen, logischerweise. So, 23. Beziehungsweise er pariert sogar. In dem Fall. Ein Wolf, der pariert. Du weißt, ein magischer Wolf. Das ist. Er ist humanoider Wolf, so wie ich es erstanden habe. Ja, und ihr wisst nicht, wie viel Mensch und wie viel nicht. How about Werwolf? Er schafft tatsächlich, einen Wolf zu parieren. Also er wehrt mit seinen bekrallten Händen das Ding einfach ab. Oha. Ja, so ist es halt. Wer ist dran? Bin ich als nächstes? Ja. Ja, stimmt, Crowley ist momentan raus. Er sitzt momentan aus. Also, Yumi. Du hast einen Bogen, damit hast du schon jemanden erfolgreich getötet.
Ja, aber in so einem kleinen Gebäude weiß ich nicht. Zumal ihr davor steht, halte ich ein bisschen für riskant. Ich duck mich. Ich bin schon tot. Ich war schon fast tot. Okay, also habe ich die Freigabe, auf das Spiel zu schießen, ja? Ich bin klein genug, dass du über mich drüber schießen kannst. Also ich ziele möglichst mittig und schieße mit dem Bogen. Ja, du kannst es versuchen. Dann würfel erschwert, weil kleiner Raum und ist nicht darauf ausgelegt. Also halber Wert. 100! Oha! Und sie ist tot! Oh nein! Das ist ein Bogen, eher ist einer von uns jetzt tot. Ja, ich schon. Ich. Scheiße. Okay, auf den Bogen habe ich 68. Ab. Oha. Mittlerweile. Ja, wobei 100 ist eigentlich immer ein Fehler. Ja, das kritischer, ist ein kritischer Fehler. Kritischer Misserfolg. Ja, das ist ein kritischer Fehler. Ja, wobei. Auch das ist eigentlich ein kritischer Fehler. Ja, wie viel Schaden kriegst du? Du schießt tatsächlich, darfst du einmal Schaden machen an ihm? Was, ach, an ihm? Trifft ihn oder was? An ihm machst du einmal Schaden? Sie trifft, ja. Sie trifft, okay. Sie trifft sogar sehr gut. Warum kriegt sie. Das ist ein kritischer Misserfolg, Modi. Ich weiß, ich. Lass das nicht. Lass den Spielleiter. Warum? Du machst immer mit deinem Kurzbogen 3W10. Ich meine, ich finde es sehr gut, dass... Achso, du hast gesagt, einmal Schaden. Okay. Lass ihn erstmal fertig machen, Zwergi. Ich finde es gut, aber dass ich eine Scheibe einschmeiß und... Ich bin für das Balancing hier verantwortlich, glaube ich. Ja, am Arsch. So. Okay, 20, okay. Du machst ihm... Okay, mit das. Du machst ihm tatsächlich auch nur 20 Schaden. Und als du loslässt, spürst du, wie die Sehne von deinem Bogen reißt. Nein! Oh. Oha. Du hast keinen Bogen mehr, beziehungsweise musst ihn erstmal reparieren. Und hast nicht das nötige Zeug dazu. Aber Morty, als ob ihr Wurf gelingt und mit einem kritischen Misserfolg und ich meine. Sie steht nicht mal 3 Meter von dem Ding weg. Es ist fast unmöglich, dass. Ich hab mir bei einem Stein, mit einem Kieselstein, mit einem Ziegelstein die Scheibe einwerfen. Da bin ich fast gestorben dran. Das ist jetzt hier. Du musst dir gar alles Situation argumentieren. Ach, du kannst halt unsüchtiger froh sein, dass du nicht jeden Check erschwert würfeln darfst. Ah, zieh mir nicht. Ja, manche gut. Fehler machen dir Schaden, manche Fehler kosten dich deine Waffe und manche Fehler sorgen dafür, dass potenziell ein Stern explodiert. Ja gut, let's go. Was hast du jetzt überhaupt noch das Wetter machen. Logik ist hier. Logik vergessen wir mal hier. Die einzige Logik, die hängt, ist gerade deine. Ja. Vor allem merkt ihr einfach, ich entscheide, was schief geht und was nicht. Eine Scheibe einwerfen. Ja, du hast richtig mies gewürfelt und hast dir selbst Schaden gemacht. Das schafft ein Besoffener. Ja. Das Besoffener ist doch sehr viel Stufen höher als du im konstanten Crystal Meth Rausch. Der Wolf ist dran, weiter. Achso, er ist dran, okay. Er greift, mal sehen, wen an. Ihr seid alle in Reichweite. Nummer 4 ist der Zwerg, der sich gerade beschwert hat. Sehr schön. Welchen Angriff benutzt er? Ja, ich greife mit meiner Axt an, die ich gezückt habe. Du, das ist mein nächster. Doch, ich bin dran. Hat er gerade gesagt. Nein, bist du nicht. Ach so. Nein, er greift den Zwerg an. Na, schön. Gut, er beißt in deine Richtung, aber verfehlt dich. Ah, ausnahmsweise keinen Schaden. Kann auch passieren. Er hat halt nicht gut gewürfelt. Na dann, wer ist dran? Jetzt bin ich dran. Der Zwerg ist jetzt dran. Okay, ich greife den Wolf mit meiner Axt an, die 5d10 Schaden hat. Ja, dann greif ihn an. Ich würfe 100 auf Axt. Das klappt gerade so nicht. Ach, dann. Ich hab tatsächlich 70 drauf, das ist. Dann triffst du daneben und. Ja, machst ein Loch in den Teppich oder so. Na toll. Teppich in der Arztpraxis? Ich habe nie gesagt, guter Arzt. Ja. Quacksalber. Okay, der Nächste. Der Nächste, bitte. Ja, der Nächste ist jetzt der Zauberer, der sich gerade wieder halbwegs erholt hat. Kommt er nicht nach mir? Centaur? Centaur? Wer ist jetzt für Centaur? Ich war 4, Zauberer war 6. Ja, nee. Ach ja, okay, war sorry. Das was für ein Centaur? Ich hätte den Tower verstanden. Nicht zu. Dann versuche ich es nochmal, ihm mit der brennenden Laute eine zu verpassen. Es wurde ein neues Wesen hier eingeführt. 100.
10. Bei 80 auf die Keule. Nice, ist kein kritischer, aber du triffst, der versucht zu parieren. Endlich trifft mal jemand. Das schafft er, glaube ich, nicht. Nein, das schafft er nicht. Das heißt, du darfst ihm noch Schaden machen. Wie viel war das nochmal bei meiner Keule? Jetzt mit Flammen? Du hattest Keule. Hatte ich gesagt Keule oder Knüppel? Weißt du es noch? Keule. Okay, Keulern sind das 4W10, die du ihm machen darfst. Okay. 24. Irgendwem fiebt das Mikro schon wieder. 30. Irgendwer hat schon wieder ein fiebendes Mikro. Gibt's noch einen Flammencheck oder nicht? Ja, gleich. Ich guck gerade, wie viele das insgesamt dann sind. Prof, ich glaube, dein Mikro fiebt gerade. 20 Schaden. Ist immer, wenn du sprichst. Profs Mikro ist gerade kaputt. Hast du ein Handy in der Nähe liegen? Es kam immer manchmal ein paar kleine Rückkopplungen. Und zwar immer, wenn du gesprochen hast. 25 Schaden, Flammen, 50% logischerweise. Logischerweise. So wie üblich bei Flammen und er brennt tatsächlich. Wuhu! Juhu. Zumindest so ein bisschen. Fackel den Wolf ab. Fackel den Wolf ab. Jetzt brennt's hier nach brennendem Haar. Super. Jetzt brennt's hier nach brennendem Haar. Er hat die feinste Nase hier. Obwohl, wie sieht's bei dir aus, Yumi, mit der Nase? Also ich hab eventuell... Ja, du bist eine Katze. Hast du empfindlichen Geruchssinn oder sowas? Hab ich dir das gegeben? Ach so. Ich hab guter Geruchssinn. Gut. Nö, hab ich nicht. Weil ich Alchemist bin. Ich hab einen guten Geruchssinn. Du hast mir Laktoseintolerant reingepackt. Bitte, was? Ja. Was? Es ist Fakt, dass das bei Katzen so ist. Ich habe einen guten Geruchssinn, also ich rieche, das ist schon sehr stinkend, das ist schon... Intolerant. Ja, okay, es stinkt, aber ich nicht gerechnet. Also es ist schon... Es stinkt, aber brennende Haare ist jetzt nichts, was der Zwerg... Ist nichts, was... Dafür hat sein Bart schon zu aufs Feuer gefangen. Wollte ich gerade sagen, so oft, wie er sein Bart schon geflammt hat. Ich habe schon andere brennende Sachen gerochen, die er durchaus unangenehmer gerochen haben. Ja, alles klar. Also, der Nächste? Diesmal bin ich dran. Stimmt. Ich würde mit der Schattenfaust angreifen. Gut, dann zauber mal. De. 81, das sieht sehr gut aus. Ja, das dürfte reichen. Und dann nochmal auf Waffenlos, wa? Ganz genau. 32, sieht auch gut aus. Da habe ich 64. Alles klar, dann mache ich ihm 2W10 Schaden. Neun. Alles klar, dann muss ich kurz nochmal gucken, wie viel Schaden er jetzt insgesamt gekriegt hat. Insgesamt sind schon mal auf jeden Fall so viele. Okay. Gut. Ist er wieder dran oder war noch jemand? Wer ist nicht dran? Shimana, jo. Ah ja, stimmt. Silvia ist dran. Okay, witzig. Gut, dann ziehe ich meinen Dolch und versuche auf das Vieh einzustechen. Gut, das kriegst du hin. Dann stich auf ihn ein. Keine Ahnung, grob. Kopf, Brust, Bereich. Oberkörper. Willst du zielen oder nicht? Nee, passt schon. Dann? Wie willst du ihn? Dann greifst du allgemein den Körper an. Gut. Okay. Ist auch nicht spezielles Treffen. Das ist ein Tier, was gerade auf seinen Pfoten steht. Wie willst du den seine Brust erreichen? Naja, so groß ist der Raum ja nicht. Normaler Hunderter, wa? Okay, humanoid, okay. Weitestgehend. Moment. Humanoid und knusprig. Noch alles nicht. Nee, treff ich nicht. Gut, dann stichst du daneben. Dann ist er wieder dran. Dann darf er einmal tun, was er so tut. Was tut er dann? Gut. Tuten. 53 um 10 verfehlt. Schade. Ja, er würde... einen von euch angreifen. Mal sehen, wen.
Erneut den Zwerg. Natürlich. Ja, sorry. Seinen Krallen, aber er schlägt ins Leere. Mal wieder. Das ist ja ein Wunder. Jetzt guck ich mal, ob er noch brennt und Schaden dadurch kriegt eventuell. Wer ist dann dran? Ich hab die Reihenfolge nicht. Er hat aufgehört zu brennen, er kriegt aber trotzdem einen 10er Schaden, so wie immer. Weil eine Runde. Okay. Wie viele AP hat er noch? Wissen wir nicht. Das weißt du nicht. Naja. Okay, wer ist jetzt dran? Es ist auf jeden Fall nicht unbesiegbar, sagen wir es so. Wo ist dran, Zwerge? Ja, so wie der Ringkämpfer beim letzten Mal, der war auch nicht unbesiegbar. Nein, der war unbesiegbar. Der war straight unbesiegbar. Gut, ich schlag mit meiner Axt auf den Wolf ein. Das heißt, schlag mit deiner Axt auf den Wolf ein. Bitte gern. Oh, 74. Nee, ich habe auf Axt 70. Gut, der Zwerg schwingt wieder seine Axt, reißt diesmal eins von diesen seltsamen Arztpostern von der Wand. Aber leider den Wolf nicht. Ich habe 70 plus 6 da drin stehen. Ist das, was waren? Nein, plus 70, 6 wäre es, wenn es erleichtert wäre. Okay, na toll. Warum wieder zweimal schon? Ist es heute diese Runde? Ja, ihr trefft nicht gut. Verflucht. Dann next. Das dauert wieder eine Stunde. Hallo. Wenn ihr treffen würdet, dauert es keine Stunde. Ja, aber wir treffen ja nicht. Ja, das ist nicht mein Problem. Einer wird heute draufgehen. Mindestens. Mal gucken. Ja, ich war schon fast dran. Ja, das stimmt. Na dann, ich hau nochmal. Woher weißt du das mit so einer gewissen Gewissheit, dass heute irgendwann mal jemand drauf geht? Der Wolf wird mindestens drauf gehen. Ich habe eine 5 gewürfelt bei 70 plus 10. 70 plus 10, das heißt. Das glaube ich aber auch nicht mal. Ja, das ist ein kritischer, dann mach nochmal, ob du es bestätigst, ob es wirklich gut wird. Nur nochmal gut. Ein D100. Nice! Okay, gut, das hat den Schaden verdoppelt. Dann gucken wir mal, ob er pariert. Beziehungsweise er kann nicht parieren, weil du es bestätigt hast. Dann mach ihm deinen Schaden. Und er tötet ihn. Zack. Werden wir sehen. Finden wir gleich raus. Wie viel hat er eben durch die Schattenfaust nochmal bekommen? Das weißt du nicht, wie viel durchgegangen ist. Das weiß ich nicht, wie viel durchgegangen ist. Es kann sein, dass er Rüstung hat. Es ist ein Werwolf. Also. So, das heißt. Auf jeden Fall schon mal. So viel Schaden. So. Wenn nicht sogar so viel Schaden. Es ist sogar. Oh, Moment, du hattest brennend, ne? Er brennt nicht. Oh. Ich finde es schön, eine Waffe zu haben, die alles in Brand steckt. Ja, dafür war die Waffe gedacht. Gut, die wäre verschwunden, wenn ihr sie regulär getötet hättet, aber... Ich greife mit meinem Degen an. Alles klar, dann greif an. Seit wann hat der Zauberer noch Degen? Schon von Anfang an. Das hast du schon vorhin einmal gefragt. Tja, ich hab 60. Dann geht's nicht durch, dann stichst du ins Leere, beziehungsweise er weicht aus. Warum treffen wir diesmal so schlecht? Das ist doch hier. Ich weiß nicht, ihr würfelt so gut. Kacke. Ihr würfelt entweder extrem gut oder extrem scheiße momentan. Gut, ich habe auch so einen Vorteil. Meine Keule hat einen Wert von 80. Das geht dann schon. Sag das nicht. Den ersten Schlag habe ich verschissen, aber die letzten zwei waren schon recht gut. Ich habe in dieser Runde schon eine 100 geworfen. Dadurch, dass es Crit war, habe ich den Schaden von der ersten Runde, den ich verkackt habe, schon wieder wettgemacht. So, wer ist jetzt dran? Die Katze darf, wenn ich richtig. Katze darf. Dann stich die Katze nochmal drauf. Dann los, Silvana. Auf geht's. Mal, ob du es auch schaffst. Bitte keinen. Ist heute hier echt. Ja, Werwolf tut wieder, was er tut. So. Er tötet uns alle. Bisher hat er mich nicht. Bisher hat er mich getroffen und nicht, nicht getroffen. Ja, er rollt noch. Gut, was auch immer er tun würde, er schafft es nicht. Okay. Sure. Dann bin ich jetzt dran, oder? Ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, da die letzten beiden Angriffe so scheiße waren, ich nutze diese Runde mal, um mich abzusprechen, nämlich mit Silvana. Und frag die mal, sprich mal mit, die soll mich bei meiner nächsten Runde werfen.
soll mich hochnehmen und auf den Werwolf zuwerfen. Und ich nehme meine Axt und ziehe damit im Sprung auf die, im Flug auf seinen Kopf. Ich versuche damit im Flug seinen Kopf zu... Fassen wir die Aktion in einem Wort zusammen, spalten. Oder? Genau das ist das Ziel. Das möchte Silvana. Ich bin gespannt, du hast nämlich nicht über 100 in Axt, also. Das möchte Silvana, das werde ich. Ich werde es trotzdem versuchen und das soll Silvana mal in ihrem nächsten Zug mal. Ja, das könnte massiven Schaden machen. Silvana, kannst gewinnen. Silvana, möchtest du bitte deinen nächsten Zug mal dafür benutzen, mich zu werfen? Natürlich. Ja, dann können wir das mal versuchen. Der nächste darf. Warte. Oh, ja, stimmt. Wird ja langsam langweilig. Kann ich Knarre ziehen und direkt schießen oder ist das rundherum, wenn ich die ziehe? Dann wär's schwierig, das heißt halber Wert. Ich hab 70. Aber ja, kannst du prinzipiell machen. Ich hab 70 auf der Waffe, das kann schon klappen. Bei meinem Würfelglück nicht, aber. Ziehen tue ich sie auf jeden Fall. Ja, fuck it, ich lass es drauf ankommen. Okay. Nein. Und sowas von nein. Was mit den Würfeln hier? Ich habe auf Schusswaffe jetzt 50. Also 40 plus 10. Die Würfel sind heute ganz schlecht. Das heißt, weniger als 5, das heißt, du würfelst bitte nochmal. Wie schlimm ist das? Das wäre geschafft, das heißt, es wird nur mäßig schlimm. Deine Waffe blockiert. Puh. Sie geht dir also nicht in der Hand hoch. Ach, das ist immerhin etwas. Immerhin nicht tot. Wie weit sind die anderen vom Wolf weg? Also wäre mein Feuerbeil... Ich glaube, ich stehe relativ nah dran, wenn ich den mit einem... Ich glaube, der Feuerball würde mich auf jeden Fall töten. Also ich kann das mal mit einer D&D-Sache klären. Der Raum ist 5 Quadratmeter. Der Zauber steht da. Ich rufe Feuerball. Ich habe nie gefragt, wie groß der Raum ist. Ich rufe Feuerball. Also du kannst dir vorstellen, was passieren wird. Ja. Okay, dann nehme ich nochmal den Lass es. Gute Entscheidung. Oder schlechte Entscheidung, je nachdem. Ich habe bisher noch keinen Schaden gekriegt in diesem Kampf. Ich habe 60 in Fechten. Also, ja, alles klar, dann versucht er abzuwehren. Das schafft er nicht. Woo! Dann macht er einen Schaden. Hill? Degen, beziehungsweise Fechtwaffe, guck ich mal eben nach. Das müsste unter Schwerter sein. Muss ich auch mal da auch mal aufschreiben. Degen sind 4W10. Ich hab noch nicht einen Schaden gekriegt hier. Das ist 28. Echt. Das zum ist Glück. 28, alles klar, da muss ich kurz rechnen. Moment. Alles klar, das ist schon ganz gut, was ihr an Schaden gemacht habt. Gut, dann tut er. Dann darf der nächste. Gesundheit. Dankeschön. Ich glaube, ich bin als nächstes. Ja, du weißt, was du in Position. Du weißt, was du tun hast. Ah, nee, Quatsch. Badewanne war doch schon. Ja, sorry. War in meinem Kopf falsch. Alles gut. Silvana, du weißt, was du zu tun hast. Bringe mich in Position, dass der Zwerg auf mein Knie, dann auf meine gefalteten Hände springen kann und ich ihn von da aus schleudern kann. Okay, du bringst dich in Position. Gut. Dann darf jetzt der Wolf wieder. Und dann der Zwerg. Ja, ich gucke mal eben. Nicht, dass der mich jetzt wegfetzt. Das werden wir gleich sehen. Das kann natürlich passieren. Wird's unangenehm, aber greift Nummer 2 an. Wer ist Nummer 2? Es ist der Barne, nicht der angreift. Und zwar mit seinen Krallen. Das heißt, du darfst einmal parieren, wenn du es kannst. Was wäre parieren? Parieren wäre körperlich, Kampf. Ja gut, das gucken wir mal. Nein. Aber 69. Der Wolf ist 69, der Wolf ist sexy. 69, okay, macht dir also auf jeden Fall schon mal Schaden. Außerdem bin ich ab jetzt wohl ein Furry auch im Spiel. Nee. Es sind nur die Blicke des Wolfes, trafen seine Augen und waren verzaubert. So, was gibt's denn am besten? Das wäre es, ich will das. Ich will, dass der Wolf sich jetzt
schockverliebt in den Baden oder in den Waschbären. Und Kampf besiegt. In den Waschbären verliebt. Yay. Okay, das könnte ordentlich Aua machen, aber es wird wahrscheinlich nicht tödlich sein. Warum greift der Waschbär eigentlich nicht an? Weil der Waschbär nicht zum Kämpfen ist. Das sind schon mal 29 Waschbären Schaden. Hat 30 kriegst. Lebenspunkte. Hast du eine Rüstung an? Nix rüsttechnisches, nee. Alles klar, dann kriegst du 29 Schaden. Hui, das ist aber knapp vorausgenockt. Ja, und als du wirst gegen einen Schrank geschleudert und daraus fällt dir ein Heft mit Nacktbildern entgegen. Ui. Wegen der 69. Er ist abgelenkt für den Rest der Runde. Ich kriege schon 93 Schaden, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ich leg mich da hin und fang das Heft auf und pack's mir ein. Das darfst du tun, das erlaube ich dir. So, schreibst du in dein Inventar. Oh no. Okay, jetzt weiß ich, was das auch für ein Arzt ist. Es ist eine Samenklinik. Aha. Ja. Es ist Dr. Sommer. Es ist... Wir nennen ihn Dr. Sommer. Mein Inventar ist mittlerweile echt faszinierend. Ja, das ist wie viel davon auch. Ist Alkohol und wie viel davon ist Pornografie? Es ist. Also 50, ich habe 50. Um die 6 Liter Alkohol im Inventar. Ja, gut. Und ein Pornoheft. So wie jeder. Ich habe Venus und Milo nicht mitgenommen, sagen wir es mal so. Hoff, also dein Inventar entspricht dem Inventar von jedem Gamescom-Besucher. 6 ja. Liter Alkohol? Was? 6 Liter Alkohol und Pornoheft. Ja, moin. Bergi hat die Ahnung hier. Also, der nächste. Aber die 6. Aber die 6 Liter kommen schon hin. Das ist, die musst du wirklich mitnehmen auf die Gamescom, um das zu überleben. Der Zwerg darf seinen Special-Angriff durchführen. Ja, ich lauf zu Silvana ja, hin und. Du würfelst bitte auf Axt und zwar. Wie viel hast du auf Axt? Ich würfel. Ich habe auf Axt 70. Ich habe es natürlich nicht geschafft. Hast du nicht geschafft, das wäre nämlich erschwert gewesen. Okay, ich laufe auf Silvana zu und lass mich von ihr werfen und schwinge die Axt, während ich auf den Kopf zufliege. Ja, du schwingst, aber du triffst ihn nicht. Dafür bist du jetzt direkt vor ihm. Na toll. Klatscht mit seinem eigenen Körper gegen den Kopf oder was? Nee, er ist quasi vor ihn gesprungen. Okay. Schade. Nicht weit genug gesprungen. Nee, aber das heißt, du wirst auf jeden Fall nächste Runde angegriffen. Ist ja nichts Neues. Das ist halt so eine übliche Tank-Aktion. Ich schütze meine Freunde, ich stelle mich dazwischen. Ist ja nichts Besonderes. Ich wurde ja schon öfters angegriffen hier. Hab bloß noch keinen Schaden gekriegt. Ja. So, weiter geht's. Warte. Hallo? Servus? Ah, stimmt. Hopp. Ja. Du bist dran. Ist die Waffe jetzt verklemmt in der Hinsicht, dass es jetzt gar nicht funktioniert, oder? Nein, das hat für eine Runde blockiert. Also kann ich jetzt ganz normal versuchen, drauf zu schießen? Ja, du kannst normal versuchen, drauf zu schießen. Okay, ein D100. Und ich hab's verschissen. Na toll. 66. Warum verschissen wir hier alles? Du fährst daneben, du ziehst dir eine Patrone ab und es ist jetzt ein Loch in der Wand dahinter. Oh, können wir mal was klappen? Kann hier mal was klappen? Ja, es wäre langsam mal angebracht. Wir sind noch bis morgen früh beschäftigt hier, wenn wir so weit läuft. Es ist der Endkampf jetzt, aber langsam werden mal ein paar Treffer angepasst. Wir sind bis morgen früh beschäftigt, wenn wir jetzt hier weitermachen. Getroffen. Gut. Wir hatten schon ein paar Treffer, oder? Ein paar Leute haben schon. Ja, ein paar Treffer habt ihr schon, aber ihr wisst wieder. Das. Der hat wahrscheinlich 1000 EP und hat dann wahrscheinlich. Nein, so viel hat er nicht. 75, gut. Hast Glück gehabt. Aber 200. Nicht, du darfst deinen Schaden machen. 26. 26, alles klar. Das heißt, mit Modifier sind es einfach nur 26. Cool. Gut, dann hat er auf jeden Fall schon mal so viel Schaden. Das ist doch schon mal was. Er ist jetzt mal für Phase 2 angebracht, langsam. Beziehungsweise für den einen Angriff, den ihr noch nicht kennt. Der nächste, bitte. Wer ist als nächstes dran? Warte.
nach dem... Ist der Zauberer nicht nach dem Baden dran? Ja. Nee, ich hab doch gerade. Achso. Never mind. Ups. Ja, stimmt. Wie weit weg bin ich von dem Vieh? Keine Ahnung. Weit genug, um mich zu werfen. Nahkampfreichweite. Weit genug, um mich zu werfen. Du stehst direkt davor, da hilft's nicht so wirklich zu werfen. Ja, aber sie hat mich gerade geworfen, also musst du schon ein bisschen weiter entfernt sein. Ist kein großer Raum. Ich nehme dieses Fleischerbeil und schmeiß das nach dem Vieh. Alles klar, dann... Und wirf's daneben, natürlich. Welchen Fernkampfwert hast du... Triffst damit den Zwerg. Kommt halt drauf an, welchen du jetzt haben willst, ob vom Bogen oder von der leichten Schlusswaffe. Deinen stärkeren erstmal. Den stärkeren, das ist dann 68 insgesamt. Alles klar, dann machst du bitte erschwert. Also Hälfte davon, würfelst du drauf. Weil du im Werfen nicht so geübt bist. Passt. 11 hast du geschafft, okay. Das heißt, das Ding würde Wurfmesserschaden machen. Das wird er auch nicht parieren können. Das ist doch schon mal was. Kriegt er erstmal ein schmackiges Hackebeil in die Fresse. Cool, sowas wie Wurfmesser gibt es nicht hier in der Liste. Dann nehmen wir doch einfach normales Messer. Normales Messer ist ein bisschen wenig. Handbeil ist, denke ich, das Treffende. Gut, dann macht 3W10 Schaden. Endlich mal Schaden. Wundervoll. Ja. Ach ja, und ich muss noch gucken, wo du ihn triffst, weil du hast ja was geworfen, Fernkampf. 18. 3x6. Nice. Da hätte ich gerne den Bonus. Ein D6, dann triffst du ihn wo? In den Hals. In der Nummer 2. Potenziell ist es der Hals. Wissen wir aber noch nicht, weil ich die Liste gerade nicht hier habe. Weil du triffst ihn in der Brust, da passiert nichts weiter Großartiges, außer dass du ihm deine 18 Schaden machst. Gut, dann ist er wieder dran, tut wieder das, was er so tun pflegt, nämlich angreifen. Der hat über 111. Ja, wen wohl? Das weißt du nicht, es ist ein Werwolf. Er kann auch Rüstung haben oder sonst was. Zusammen darum, Der hat wahrscheinlich 300, 400 Punkte, das wird schon potenziell so sein. Potenziell, okay. Gut, dann würde er schlagen. Und zwar deswegen dauert das ja auch noch lange. Auf wen wohl? Auf die Nummer 1. Die Nummer 1 ist diesmal der Zauberer. Gut, ja, ich beschwere mich nicht. Ja, gut. Ist gerade gemutet, ich weiß nicht, ob absichtlich. Sorry. Bitte, ne? Du bist angegriffen, du darfst einmal parieren, deinen Kampfwert, ganz normal. Beziehungsweise hat der Degen vielleicht einen Modifier darauf? Muss ich gerade gucken. Das sind die Schilde. Nein, der hätte auch Spießen gehabt, der hätte Rüstung ignorieren. Alles hat er das klar. Geschafft? Nein, hat er nicht, das heißt, er kriegt einmal Schaden. Ich habe ganze 5 auf Kampf. Ja klar, ihr seid alle nicht so unendlich gut darin. Unendlich ist nett ausgedrückt. Wir schaffen hier nichts. Wir sind total schwach. Wir schaffen keinen Bosskampf. So, du kriegst auf jeden Fall schon mal 30 Schaden. Du hast aber 30? Rüstung, oder? Rüstung, ne? 30 Schaden. Ich hab einen Lederplattenmantel quasi. Ja, das gibt dir 10 Rüstung. Das heißt, du kriegst 10 Schaden. Von 30 auf 10? Dann bin ich bei 48. Alles klar, okay, das ich bin unter dran. Der Hälfte, dir geht es schon mal nicht mehr so gut. Ja. Also ich bin dran. Ja. Du bist dran. Also ich stehe also direkt vorm Wolf in dem Bereich, wo ich der Wolf als erster angreifen würde normalerweise. Du stehst halt zwischen Baden und Wolf. Okay, ich stehe direkt vorm Wolf. Da die letzten Angriffe mit der Axt nichts gewirkt haben. Ich nehme aus meinem Inventar die Fiole mit der derartigen Flüssigkeit drin, werf die auf den Boden vor seine Füße und... Der Teer?
werf die teerartige Flüssigkeit auf seinen vor die Füße, damit da dann. Ich werf die möglichst vielleicht, nur dass das auch noch ein bisschen auf seine Füße tropft. Also je nachdem, ich werf sie einfach auf den Boden vor ihm. Ich glaube, das braucht keinen Angriffspunkte. Alles klar. Werft ihr einfach. Das braucht keine Punkte, das war eine gute Aktion. Da liegt jetzt derartige, flutschige Flüssigkeit auf dem Boden vor ihm. Du weißt jetzt nicht, was passiert, aber es könnte gut sein. Dann darf der Nächste. Nach dem Zwerg, der Bade, oder? Ja. Na dann. Inemu und raus bist du. Mit der Waffe hat nicht wirklich funktioniert, also benutze ich wieder die Keule, die ich auch noch halte. Oh, besser ist das. Na denn, D100. 11! Nice. Dann darf er wieder, beziehungsweise steht in Teer, er kann nicht parieren. Ich bin gerade raus aus der Runde gegangen, sehr smart. Sehr toll. Tschüss, Mordi. Anarchie! So. Wup. Bin wieder dann zurück. Wieder 4D100, genau. 4D10. Ja, 4D10. Na dann, und 22. Kann nicht 22. Ruf die okay. Fräse! Dann guck ich mal, wie viel hast du zusätzlich gemacht? Du hattest noch zusätzlich gemacht 5, alles klar. Und was bringt der Teer aus die Phase? Er ist am Boden festgeklebt. Er ist gerade festgeklebt. Ah, okay. Er konnte jetzt nicht parieren. Er hat eine Aktion verloren. Ich hätte ja darauf gehofft, dass er darauf ausrutscht. Alles klar, der Nächste. Wer ist dran? Ist der Teer, oder sieht er für mich anzündbar aus? Ja, ist auf jeden Fall brennlich. Steht der Zwerg zu nah dran, dass er Schaden bekommen auf könnte? Auf jeden Fall. Ja, potenziell. Aber es ist halt nur der Zwerg. Der hat heute schon Schaden gefressen. Ruhe und Frieden. Ja, ein bisschen Feuer kann er überleben. Ist ja auch elementar oder magisch geschützt, ne? Mach's einfach. Ich will, dass dieser Kampf endet. Ich würde kein Feuerball, sondern ich würde die Elementar erzeugen. Ich würde eine kleine Flamme auf den Teer. Dude, ich mach mich auf den Tod bereit. Also heute. Für diesen Kampf. Für dieses. Ja. Gut, der Zweck brennt. Das war, glaube ich, der erste kritische Fail, hey. Natürlich. Auf geht's in die Liste. Wie viel Schaden? Wie viel Schaden kriege ich? 10.000. Wie viel Schaden? Wie viel Schaden kriege ich? 7727. Das ist die 7727, was, ne? Ja. 7727. Wie viel Schaden kriege ich? Du wolltest den Werwolf angreifen damit, oder? Ja, also bist du. Hast den Zwerg angegriffen. Gut, dann würfel ich mal eben auf seinen Paradewert, würde ich sagen. Ist das erste, oder? Oh, fuck. Oh, ja. Und. Okay, das war fucking gut. Das war fucking gut. Als ob. Der Wolf ist gut, aber wir sind schlecht. Das ist so, läuft's hier. Okay, fuck, jetzt muss ich gucken, was passiert. Das war jetzt ein kritischer Erfolg für ihn. Was passiert mit mir? Der Effekt passiert trotzdem, aber er stirbt nicht. Ja, nee, das wäre safe gewesen, wenn er es normal geschafft hätte, aber so. Er ist halt nicht immun. Der Wolf Scheiß, bleibt am Leben, jetzt. Ich sterbe. Also du stirbst nicht. Zeig jetzt Timmer. Warte erstmal ab. Ich würde sagen, der Effekt wird abgewandelt. Weil er Glück hat. Ja, gut. Das fällt mir nicht ein, sorry. Ich hätte es jetzt auf ihn zurückschleudern können, aber das wäre eventuell in einem Ping-Pong geendet, also. Ja, wäre was Lustiges. Die Nummer ist auch gut. Ja. Wäre doch was Tolles gewesen. Sag's. Jetzt hau raus. Also, such das. Ja, ich will, dass das endet. Hallo. Ja, soll ich es dir sagen? Such nicht. Double Damage on alle physischen Attacken. Ah. Dann kriegt er... Gegens Target. Gut, dann stirbt er nicht, aber kriegt doppelten Schaden. Das ist doch solide.
Mhm. Ojo, das könnte den Kampf doch mal erheblich beschleunigen, auch wenn der Zauber eigentlich schief gelaufen ist. Weiß ich, oder wissen meine Gruppe, was der Effekt Nein. ist? Nein, nö. Ihr wisst nur, du wolltest ein Feuer machen, es hat kurz der Werwolf geleuchtet und dann war es das. Es war ein kritischer Misserfolg, was passiert mit mir? Wir wissen nicht, was passiert ist. Der Zauber kann einen Zauber gemacht haben, den ihr nicht kennt. Okay, es ist ein kritischer Misserfolg und das hat keine Auswirkungen auf mich. Sehr schön. Freut mich. Also du weißt es nicht, es kann auch auf dich treffen. Ihr wisst es nicht, der Zauber weiß es nicht. Kein Schaden. Die Charaktere wissen alle nicht, was wirklich jetzt gerade passiert ist. Okay, wer ist als nächstes dran? Ich. Ja. Let's go, ich bin also nicht tot. Yay. Ja. Können wir diesen Kampf bitte irgendwann mal endlich zu Ende kriegen? Ich hab meinen Scheiß Bogen nicht mehr. Schlimm. Diesen beschissenen Kampf jetzt hier. Wir sind auf einem sehr guten Weg dahin. Ja, das ist ein sehr guter Weg. Also ihr habt ihn schon ziemlich gut. Wir haben noch nie getroffen. Der Effekt gerade eben. Wir haben noch nie getroffen. Haben wir sehr oft. Ihr habt oft getroffen, aber er ist auf Kampf ausgelegt. Der kann auch was. Das ist halt ein Hartmodus. Das ist ein fucking Werwolf. In anderen Systemen wäre das ein ganzes Abenteuer wert, so ein Kampf. Los, Katze. Also, okay, ist da irgendwie ein Balken oder so an der Decke, durch das man ein Seil stecken könnte? Nein, du hast nicht die Möglichkeit, ihn zu hängen. Schade. Das wäre ja zu schön. Nein, das ist keine Altbauwohnung. Dann, So los. Gehe ich einfach nochmal mit dem Dolch auf ihn los. Alles klar, dann greif an. Let's go. Kann ja nur schief gehen. Kann nur schief gehen, das ist absolut korrekt. There we go. Wow, ein kritischer Misserfolg. Ey, das war ein kritischer Erfolg, würde ich eher sagen. Was nicht, du hast nicht 90, also, ja. 47, das heißt, er wehrt nicht ab, macht deinen Schaden. Was macht ihr durch? Ich gucke nach, ich habe nämlich mit der Frage schon gerechnet. Dolch hat dasselbe wie langes Messer, das heißt 3W10. 3W10, also das gleiche wie ein Bogen. Plus 10? Plus 10, ja. 32. Oh, das ist sehr schön. Das sind 32, das heißt... Ja, das ist saftiger Schaden. Das ist sehr saftiger Schaden. Okay, er ist wieder dran. Tut wieder, was er tut. So, dann greift er jetzt noch einmal an. 50, das heißt, er hätte mit welchen Angriffen getroffen? Mit allen? Okay, cool. Er benutzt aber die Krallen. Heilige Scheiße, wie viel hast du dem gegeben? Ist ja nicht normal. Weiß nicht, was er kann. Nee, weiß ich nicht, aber es ist viel. Mit seinen Krallen angreifen. Das ist ein Boss, also ja, das ist viel, aber es ist nicht lächerlich viel. Das ist lächerlich, wie scheiße wir angreifen. Also bei meiner Rechnung haben wir dem jetzt 165 Damage gedrückt. Ja. Die Nummer 2 wäre der Bade, der Zwerg steht dazwischen, das heißt, er greift den Zwerg an. Ah, toll. Gut. Wie viel Schaden? Pariere? Ich parieren. Ja, du. Ja, auf deinen blanken Kampfwert. Ja. 50 Misserfolg. Gut, das war nichts, das habe ich mir aber schon gedacht. Natürlich. Nicht 3D4, sorry. Würde ich auch nehmen. Das sind 14, das heißt, du kriegst 24 Schaden. Ach du Scheiße. Das ist jetzt wie viel? Sekunde. 24 Schaden. 24. Oh Gott, mein Laptop macht gerade Faxen. Keine Sorge, 38. Durch. 38. Kriegt der gleich davon oder was? Nee, ich glaube, er schmiert mir gleich ab. Na toll. Das wäre schlecht. So, ich bin noch nicht über die Hälfte. Jetzt bin ich dran, oder? Ach. Der Wolf hat gerade angegriffen, der oder? Ist, der Zwerg ist dran. Ja. Er darf jetzt einen Konter machen, im Grunde. Ja, dann würde ich sagen, ich greife mit meiner Axt an. Greif mit der Axt an. Los, hau rein. Muss ja irgendwann mal ein Erfolg sein. Nö. Wie viel hat es auf Axt? 70. Gut.
Gut, kein kritischer. Das heißt, du triffst einfach nur nicht. Warum? Du haust diesmal eine Spalte in die Decke. Ich zerleg den Raum einfach währenddessen. Das ist erster Treffer mit der Axt. Treffer, erster Treffer mit der Axt, Misserfolg. Zweiter Treffer mit der Axt, Misserfolg. Sprung. Sprung. Sprung mit Spaltenversuch, Misserfolg. Vierter Versuch. Ja, wir haben ja auch schon bei der Kirche gelernt, wenn das Gebäude nicht mehr steht, stehen die Gegner meist auch nicht mehr. Vierter Wurf, vierter Treffer mit der Axt, Misserfolg. Was? Ich hau einfach ab, ich lasse den Kampf. Es muss an dem Fenster liegen. Das Fenster muss dich irgendwie beleidigt haben. Das hast du abgelenkt. Was soll denn das hier werden? Der nächste. Na dann, ich hau wieder drauf mit der Keule. In meinen guten Axtwerten. Passt. Triffst du? Ja. Wunderschön. Und wenigstens einer trifft hier. Nein, Moment. Er pariert. Nein, du triffst. Mach Schaden. Habe ich schon. 16. Das sind 16. Du hast ja keinen Bonus gehabt, oder? Doch, 5. Klar. Plus 5, das sind 16 plus 5. Das heißt 21. Das heißt... Mal gucken, wie viel Schaden du genau machst. Die Keule macht 4d10 plus 5. Oh, die 5 hatte ich nicht gewusst. Ja, die rechne ich halt immer mit drauf. Ach so. Spaß ist dir halt beim Eingeben. Ja, das wäre jetzt nicht das Problem, das noch mit einzugeben. Ich benutze sowieso mittlerweile das Würfelinterface, weil da kann ich einfach auf Reroll drücken, anstatt es jedes Mal eingeben zu müssen. So, dann hat das einfach nach oben. Ja. Ich hab keinen Bock mehr auf so lange Bosskämpfe hier. Das ist ja, aber hier habe ich direkt einen Button für meine 10 letzten Würfe. Weil wir einfach scheiße sind. Du hast halt schlecht gewürfelt. Da können jetzt wenige Leute was für. Dreckswürfel. Okay, das ist auf jeden Fall Overkill. Gut. Alter. Das heißt, als du die Keule schwingst, triffst du seinen Schädel und der zerplatzt einfach wie eine reife Melone. Wow. Und der Körper verwandelt sich wieder in tot. Einen halbdackten Typen, der einen hellen Ledergürtel trägt. Und der ist tot, oder was? Hat. Der Schädel ist weg. Ja, der ist tot. Nice, wir haben es also geschafft. Hurra. Das ist eigentlich gar nicht gut, jetzt können wir den überhaupt nicht mehr befragen und nix. Ja, als ob. Das juckt jetzt wen genau. Mich! Ja, aber schon interessant gewesen. Der hat sich eh nicht befragen lassen. Ja, stimmt. Allerdings ist gut möglich. Das wirkt ja nicht nach einem Gegner, der sich wirklich befragen lässt. Ich frage Savannah, habt ihr noch ein Kraut für mich? Ja, habe ich. Ich setz mich, ich hock mich erstmal in die Ecke des Raums und denk mir, ach du Scheiße. Ich erhol mich erstmal von diesen, ich guck skeptisch meine Axt an und denk mir, was zum Henker. Kann man dich zu gar nichts gebrauchen. Kann Beine abhacken, aber nur Räume zerlegen. Kann gar nichts, diese Axt. Was kannst du eigentlich? Aber wie eine Musik zu den Boss. Ja. Somit etwas. Wollt ihr noch irgendwas looten in dem Raum? Oder wollt ihr alles? So viele Medikamente und so zusammenraffen wie möglich. Ja, das ist alles, was da ist und was sinnvoll erscheint, mitnehmen. Ansonsten aber auch nochmal gucken, was sonst so in dem Raum ist. Ich setze mich erstmal in die. Ihr habt eine kopflose Leiche mit Unterhose und Gürtel. Ich loote gar nichts. Nicht so, als hätte er wirklich was dabei. Ich würde tatsächlich gerne mir den Dolch von Savannah, den auch, ausleihen und das Herz des Verus rausschneiden. Oha. Alles klar, du nimmst das Herz. Gut. Was ich mir vorstellen kann. Nimm das Hackebeil, das noch in seiner Brust steckt. Das ist eh schon da. Okay, dann nehme ich das Hackebeil. Ja, okay, ist zwar nicht so sauber, aber der Berg nimmt es. Ja. Weil ich mir vorstellen könnte, dass es irgendwie lustig werden könnte, knabbert mein Waschbär jetzt an der Leiche. An der Leiche des Werwolfs. Das darf er gern tun. Oh man. Also ich sitze in der Ecke und bin einfach froh, dass der anders. Ihr klaut ihm aber jetzt nicht noch irgendwie die Kleidung oder so, um ihn zu doch, den Gürtel. Den Gürtel, der sieht mir besonders aus. Und könnte zu meiner Damenhose könnte es passen. Modi, ich werfe. Natürlich nimmt der Zauberer den Gürtel. Modi, ich werfe. Ob der magisch ist. Du guckst nach. Magisch ist er nicht, ne.
Aber ist er besonders? Weil du hast ihn so oft erwähnt. Der und seine Gürtel. Lieber Mord. Das ist halt das Einzige, was er getragen hat. Okay. Könnte besonders sein, ist dein Eindruck. Könnte besonders Vielleicht sein. Vielleicht ist er wertvoll oder... Ich trage ihn. Ich durchsuche den Raum. Alles klar. Trägst ihn. Schön. Also... Ich werfe meinen Karl in Richtung des toten Werwolfs und stelle mir vor, er würde den toten Werwolf nochmal flattern wollen, nochmal reingreifen und schrei dem Karl hinterher: Karl, das tötet Menschen. Waschbär guckt sehr irritiert das Stofftier an und knabbert weiter. Ich würde in den Raum gehen, wo der Werwolf dann rausgeschwommen ist. Alles klar, ja, das ist das Lager, da findet ihr die ganzen Medikamente, die ihr braucht. Sonst noch irgendwas Interessantes da drin? Ein paar medizinische Geräte eventuell, wenn ich jemand eine Operation durchführen will. Sonst nichts? Sonst nichts, das ist eine Arztpraxis, da findest du jetzt in der Regel nicht so viel. Außer für den Zwerg könnten vielleicht ein paar gute Drogen dabei sein. Ja, das ist wahr. Schmerzmittel oder sowas. So Opiate und sowas könnten den Zwerg bestimmt interessieren. Ich guck mal bei dir. Wenn du mir was mitbringst. Durchaus möglich. Anatomie oder sowas. Ich gucke mal erstmal, ob ihr die Drogen findet. Schmerzmittel scheint er keine zu haben. Fachbücher hat er in der Schreibtischschublade. Nimm ich mit. Alles klar. Also wenn ihr mir was Medizin schreibe ich mir da einfach auf. Wenn ihr mir was mitbringen wollt, also ich komme da nicht rein, ich bin da. Ich bin mir zu. Opiate sind da keine, also gibt's da nichts Interessantes für dich. Okay. Ich stehe auf und ich pack meinen Stoffhasen, zieh den zurück von der Leiche. Jetzt nicht flattern. Aus irgendeinem Grund hat mein Stoffhasen einen blutigen Mund. Ich frage die Gruppe, sind wir bereit zu gehen? Ja, keine Ahnung. Habe ich noch irgendwas gefunden? Ich glaube nicht. Dann nicht. Gehen wohin? Ich kreime meinen Waschbären und setze ihn mir wieder auf die Schulter und dann geht's raus, würde ich mal behaupten. Dann würde ich die Gruppe vorschicken und dann würde ich nochmal eine Flamme auf den Teer. So. Warte, auf dem Weg nach draußen, reiß ich mir noch eine Latte aus dem Boden und beim Rausgehen prügel ich, zerkloppe ich den Fensterrahmen und aller Gewalt mit aller Wut zerkloppe ich den Fensterrahmen kurz und klein, da liegen dann am Ende nur noch Scherben und Fensterrahmen. Ich klopp alles dort, alles was da am Fenster war, klopp ich. Aus Rache. Ich durchsuche nochmal die Leiche, die da lag, ob ich irgendwie finde, wer das war oder so. Ich kann mal gucken, ob du irgendwas. Ich hau da findest. Alles trotzdem klein, was da Fenster war. Schild oder so, ein Arztschildchen. Du findest nichts, die Taschen sind. Hat ein bisschen Staub, aber sonst. Ja, Taschen, der hat doch nur eine Unterhose an. Nee, der andere. Ist ein Kittel. Ach so, der. Okay, dann ziehe ich ihm den Kittel aus und nehme den mit. Oh ja, mit üblichen cool. Waschen sieht der bestimmt gut aus. Darum geht's mir nicht. Oh. Okay, dann brechen wir also auf zur Brücke. Ja, erstmal will ich doch den Laden abfackeln. Nein, fackel den Laden nicht ab. Doch, fuck ihn ab. Zauber hast du schon gewürfelt? Nee, noch nicht. Dann mach mal. Komm schon, 100. Dieser Ort, die verdient, verwandt zu werden. Oh. Ja, das reicht. Okay. Gut, ich glaube, an dem Punkt können wir es auch beenden. Ihr fackelt den Laden ab. Nein! Und während das Team in Flammen steht, dreht ihr euch in Zeitlupe zur Kamera und geht entgegen. Während das Gebäude im Hintergrund explodiert. Ja, das ist. Ja, es waren wohl doch noch Drogen da. So typische. Ich stehe nur daneben, hab den Kopf in die Hand gepresst und Desinfektionsalkohol. Und Zwerge, die von Scherben in den Rücken getroffen, die von Explosionen wegfliegen. Nein, sag das nicht. Ich mach den typischen Joker-Walk vom Krankenhaus, während ich noch den Fensterrahmen mit in der Hand habe und den kurz und auf dem Knie kurz und klein breche. Das ist dann. Gut. Du Monster! Psch. Oh Mann, gut. Ey. Das epische Ende will ich euch wenigstens nicht nehmen. Okay.
Die epische Musik habe ich schon ausgemacht. Das kannst du nochmal anmachen. Das war definitiv interessant. Natürlich kommt jetzt Werbung. Sehr interessant. Oh, no, no, ja, no, no. Mein Gott, das war eine gute Runde. Nochmal epische Musik am Ende. Noch ein bisschen. Es war das pure Chaos, aber ich habe es geliebt. Diese epische Musik. Und du hattest recht, Sieger. Wir kriegen in dieser Welt wirklich echt gut das Inventar voll. Ja kriegt ihr. Dafür war es ja auch gedacht. 1, 2, 3. Gut, ich hatte nicht mit einem Straßenschild gerechnet, aber. Das Straßenschild habe ich immer noch mit dabei. Das stand draußen vor der Tür. Ich habe Items im Inventar. Ja. Also neue Items habe ich tatsächlich wenig. Ich habe auch nicht so viel neue. Ja, dafür hast du. Ich habe meinen scheiß Bogen kaputt gemacht. Den kannst du bestimmt reparieren. Ich hasse alles. Ich hab eine ich ergänze die Szene des von der Explosion weglaufen, dass ich währenddessen schon ins Pornoheft gucke. Sehr schön. Prioritäten. Und ich gucke einfach nur grimmig. Ich zog das mit der Scheibe gezeigt, Levi. Ja. Ich zeig's dem das letzte Stück Fensterrahmen zerrumpfe ich meine Hand. Nicht nur der Scheibe, sondern auch dem Werwolf. Und ich hab nur das blutende, tropfende Herz des Werwolfs noch in der Hand. So. Ja, das war ein bisschen drüber. Metal. Das war's. Ne, aber jetzt mal ohne Witz. Ich kann mir vorstellen, dass Werwolfs Herz gute magische Eigenschaften hat. Mhm. Weil Werwölfe ja auch gerne die Herzen ihrer Feinde fressen und dadurch ihr eigenes Herz stärken. Ja, wäre es, wenn das ein richtiger gewesen wäre. Das war nicht. Ja, das war kein richtiger Werwolf, das war auch kein richtiger Gegner, das war nur so ein. Keine Sorge, auf die trefft ihr nächstes Mal tausendfach. Nein. Modi, eigentlich Modi. War das auch schon der Grund, warum ich den Waschbär noch an der Leiche nagen lassen habe. Modi, du musst einfach die Bosskämpfe leichter machen. Wir sind zu scheiße dafür. den habt ihr eigentlich genau in der Zeit geschafft, die ich dafür eingeplant hatte. Also es ist alles so gelaufen wie... Ja, wir sind trotzdem zu scheiße dafür. Ich hab nur Scheiße gewürfelt. Ich hab nichts richtig gewürfelt. Ja, aber es war sau lustig. Es ist... Ja! Ich hab nicht einen Treffer. Das ist diese Scheiße, nicht einen Treffer. Ja, deine magische Axt, die du noch nicht kennst, hat nicht einen Kill gemacht. Also... Ja, genau. Ich habe damit noch nie erfolgreich, ist halt zum Kotzen. Aber ja gut. Wir müssen ein bisschen Zeit nehmen, mit unserem Scheiß zu üben, ne? Aber der Teer war eine gute Idee. Der Teer war eine verdammt gute Idee. Der war richtig gut, ja. Und wir haben es geschafft. Der magische Effekt bei dem kritischen Fehler, der hat doppelten physischen Schaden gekriegt. Das ist jetzt mit deiner Axt getroffen, das wäre sowas von Overkill gewesen. Ja, das wäre halt 100 Schaden gewesen. Der hat 100 Lebenspunkte. So. Plus 10 Regenerationen pro Runde halt. Ich hab grad dumme Ideen, was ich mit der Gitarre noch machen könnte. Flammenwerfer. Wir können ja mal eben durchgehen, was eigentlich geplant war, so, ne? Warte. Nein, stopp, Modi. Pause. Kurze Pause. Lass uns erstmal die Sieger feiern. Wir haben es erstmal erfolgreich geschafft, den Boss zu besiegen jetzt. Jetzt brauchen wir erstmal eine Pause. Ich muss ja noch mal ganz kurz vor der Pause eben sagen, dann. Der erste Kampf gegen die Hexen war mehr Bossfight vom Epicness als der Boss, also der eigentliche Bossfight gegen den Wolf. Ja, so ist das doch immer. Du hättest einfach aus Prinzip nochmal den Wurm beschwören müssen im Raum. Ja, das machen wir gleich, was wir noch machen hätten können und machen wollten und hätten können, gleich im Was wäre wenn. Oh, jetzt das wäre so wunderschön explodiert. Jetzt erstmal noch eine Viertelstunde Pause und dann hätte sehen wir uns. Hätte bloß die Medizin nicht unbedingt praktischer gemacht. Nein, ich würde sagen, bis 30 können wir machen. So, ich würde sagen, bis 25, oder? Bis 30? Ja, gut, von mir auch bis 20. 20 haben wir jetzt gleich schon. Machen wir 10 Minuten bis 30. Dann ist noch mein Bier leer und dann. Könnt euch erstmal noch ein bisschen. Bis halb eins machen wir hier noch. Machen wir Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Die brauche ich auch unbedingt. Also, machen wir bis 30. Könnt ihr euch noch ein bisschen was saufen. In der Zeit starte ich einmal den Laptop neu, glaube ich. Mach das. Viel Erfolg. Bis gleich. Bis gleich. Jo.